Ein warmes Hallo und einen schönen guten Abend. Die GPCC meldet sich zum vorletzten Lauf. Wir sind in Down Under, Australien, am Mount Panorama Circuit in Bathurst. An meiner Seite der warmherzige, wohlgeborene Enrico Schaller. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend, liebe Zuschauer, lieber Harald. Sag mal, dir scheint es heute ein bisschen kalt zu sein, weil du hast heute schon mehrfach das Wort warm in den Mund genommen. Ja, ich habe mir meine Frettchenpelzjacke angezogen. Mir fröstelt es ein wenig. In Australien fröstelt es sich, na doll. Du weißt aber schon, dass die gerade Hochsommer haben, ne? Ja, aber nicht für mich. Meine Haut ist europäischen Winter gewöhnt und da lässt sie sich nur durch ein bisschen Flug nicht von abbringen. Gut. Ja, also Mount Panorama. In Insiderkreisen auch Bathurst genannt oder Bathurst oder wie auch immer man das ausspricht. Eine tolle Naturstrecke. Also das ist so die Nordschleife von Australien, kann man sagen, ne? Ja, und ist auch auf ähnliche Art und Weise entstanden als die Nordschleife. Und zwar die Eifel litt ja an Arbeitsnot. Da hat man als ABM die Nordschleife erschaffen und ähnliches galt hier für die Gemeinde oder den Landstrich in Bathurst. Da war leider wenig los in den 30er Jahren und da hat der Bürgermeister und sonst noch wer haben entschieden, wir bauen hier eine Rennstrecke. Und das war irgendwann Ende der 30er Jahre und seitdem gibt es hier diese fabelhafte Strecke, die ja allerdings im Laufe der Jahre auch das ein oder andere Opfer mit sich gebracht hat. Ja, weil das ist halt ja ebenso gefährlich wie schön. Noch eine Parallele zur Nordschleife. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja in der Eifel nicht anders. Ja, 6,2 Kilometer auf jeden Fall lang, 29 Kurven. Schnellste Runde. Ich weiß gar nicht, wie der Crack ausgesprochen wird. Crack Loans. Das D wird gar nicht gesprochen, oder was? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall in einem V8 gefahren, also solche Hubraummonster haben wir heute hier nicht am Start. Unsere kreischen dafür mehr. Korrekt. Ja, wir gehen jetzt aufs Finale langsam zu. Das heißt, wir müssen uns langsamer, Harald, mit den Punkten im Detail befassen. Ja, so ist es. Was denn hier noch möglich ist und was nicht mehr möglich ist. Und da fangen wir einfach mal an. Angel König, also ich weiß nicht, es müsste wirklich mit dem Teufel zugehen, dass der Mann noch die Meisterschaft abgibt. Eigentlich also, das ganze Jahr schon dominieren, nicht? Ja, bei dem ist diese Saison so viel möglich gewesen. Das hat uns schon regelmäßig Angst gemacht. Pole und beide Rennen gewonnen, hat er schon mehrfach gezeigt. Mal gucken, ob man den hier in Australien irgendwie eingebremst bekommt. Vielleicht gibt es ja irgendwann im Rennkalender eine Strecke, die ihm nicht so liegt. Es kann ja sein, dass man irgendeine Betonmauer vors Auto hüpft, man steckt nicht drin. Das geht hier auf der Strecke wahrscheinlich relativ schnell. Ja, jedenfalls 412 Punkte mit 38 Vorsprung schon auf dem Göstädtler. Dann haben wir eigentlich das NF-Erfolgsduo, werden wir nachher auch in der Teamwertung sehen. Sascha Lestrange und Emma Alicotta, die zwei sind eigentlich nur wild am Sammeln. Und sind eigentlich auch von ihren Punkten her so nah beieinander, dass man da eigentlich von einem sehr ausgeglichenen Team sprechen kann. Richtig. Wäre eigentlich eine schöne Konfiguration für ein Langstreckenteam, die beiden. Ja. Monster haben es dann. Klappt ganz gut. So, dann hätte man Phil Hildebrand auf 5. Mit schon 126 Punkten Rückstand auf dem Ange. Marco Sauber fährt eigentlich eine ziemlich gute Saison, muss ich sagen. Ist immer mit vorne irgendwo dabei und selbst wenn es mal nicht so läuft, ist er am Ende auch wieder irgendwo in den Punkten. Patrick Muller, ja, letztes Rennen durfte er pausieren. Da hat er uns hier mal in der Moderatorenkabine besucht. Trotzdem noch vor seinen Teamkollegen Sebastian Schmitz, aber nur indirekt, weil Muller fährt ja für das zweite Team. Und Schmitz ist ja mit seinem Bruder Philipp unterwegs. Dann haben wir Alexander Riedel auf Platz 9 und auf Platz 10 den nicht mehr startenden Moritz Kranz, der sich aber wohlgemerkt, das sieht man hier leider nicht, den Platz momentan teilt mit Uli Landgraf, der noch am Start ist und der dann heute unter normalen Umständen diese Position dann übernehmen kann.
Ja, genau so ist es. Bei Alexander Riedel hatte eine starke Saisonstart, dann ein etwas ja, schwaches Mittelfeld und so langsam geht es wieder hoch mit der Performance. Vielleicht wird da zum Saisonende noch ein 7. oder ein 8. Platz draus oder noch mehr nach oben. Was sagt es oder was gibt es für uns zu sagen über die Teamwertung? Teamwertung, ja, da haben wir es ja. Ja, da haben wir schon das Erfolgsduo ganz oben stehen. Mit NF Resinger. Sprich. Richtig, und das ist jetzt ein brachialer Vorsprung. 134 Punkte auf Platz 2, Fastlane Racing 1. Fastlane hat ja den Vorjahresmeister und Vorjahresteamwertung gewonnen. Also die wissen eigentlich alle, wie es geht. Und NF Racing hat ihnen richtig schön einen eingeschenkt. Von daher solide Vorstellung. Normalerweise dürften die doch gar nicht mehr abgefangen werden können. Nee, ich gehe nicht davon aus. Ja, also ich müsste jetzt, nein, wir müssen uns mal hier unseren Rechner, ich habe heute so viel hin und her gerechnet, also das kriege ich heute Abend nicht mehr zusammen, aber mal sehen, also für das Saisonfinale haben wir mit Sicherheit ja auch so einen Meisterschaftsrechner, der dann ausrechnet, was wäre wenn, auf den einzelnen Plätzen, jedenfalls gefolgt von Fastlane Racing 1 und dahinter BRM Senior, also ja, BRM Senior, die haben jetzt die Junioren beim letzten Mal überholt. Und dann hätten wir praktisch das erste Team von Cor Farmbacher, die 58. Dahinter praktisch das BRM, ja, Junior Team oder wie auch immer man dazu sagt, einfach BRM. Dann AR Motorsport auf Platz 6. Folgt von HPM Race for Friends. Dann das Cor Farmbacher EZ Racing 2. Team. Dahinter Fastlane Racing 3 und auf Platz 10 haben wir wieder eine Punkteteilung. Da sehen wir momentan nur Wildgrave Motorsport 1. Die teilen sich aber diese Position mit Fastlane Racing 2 aktuell. Also die sind auch dort an der Stelle punktgleich. Ja, Harald, das zum Punkten. Also wie gesagt, haben danach nur noch ein Rennen und das ist dann noch einmal so ein Highlight in Macau. Aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns heute erstmal auf diese wunderschöne Strecke hier am Mount Panorama. Richtig, ist ja auch eine deutlich schnellere Strecke als das Saisonfinale in Macau. Hier gibt es wirklich sechster Gang nahezu ausgedreht im Cup Porsche auf der langen, langen Cornwood Straight. Auf der hat übrigens Ex-Formel-1-Fahrer Dennis Bullmann Herzinfarkt gehabt und ist dann gestorben, nachdem er das Auto schon abgestellt hat. War glaube ich in den 60er Jahren. Ja, hier sind wir auf der kleinen Gerade, das ist die Mountain Straight, da geht's hoch. Zweite Kurve oben anbremsen, Quarry. Auch relativ eng, viel Platz zum Verbremsen hat man nicht. Hier darf man übrigens außen über die Linien drüber. Jawohl. Genau so. Und hier kann man noch gut durch den Linksknick. Und jetzt geht's in den inneren Teil, der auch hier eine lange zusammenhängende Schlüsselstelle wird hier. Am Mount Panorama Circuit. Na hier, in der Stelle kann man nicht so viel falsch machen. Jetzt langsam geht der knifflige Bereich los. Aha, viel zu wild über den Curb. Man konnte sehen, das Auto ein bisschen unruhig. Er musste korrigieren, hier zu weit draußen. Und hier, das ist das brenzligste heute im Rennen, nämlich das Anbremsen, weil der Porsche, der wieder einfach nicht unbedingt so wie manchmal der Fahrer will. Und da steht schon einer. Jawohl. Da, ja, und da aus wieder Felix, ne? Felix Kranz. Ja, wir sind gerade in den S's und die S's, das sind die Kurven 11 bis 17. Dieses ganze Zickzack hin und her nennt sich alle der S's. Jetzt sind wir durch den Dipper und den Forest Elbow, den Waldellebogen. Und jetzt geht's die Cottwood Straight runter. Schnellster Punkt der Strecke, hier noch über eine deftige Kuppe. Dahinter geht's wieder bergab. Und richtig fies, schneller Rechtsknick, in dem mittleren angebremst werden muss. Da liegen die Autos wirklich wie aufs Messers Schneide. Da muss man ultrasensibel an der Lenkung und an der Bremse agieren. Sonst verabschiedet sich das Auto wild. Quer durch den australischen Busch. Letzte Stelle, hier kann man innen über den Curb, aber muss das Auto für abgestimmt sein, muss dann trotzdem ruhig bleiben und den Lenkimpulsen folgen. Sonst geht's in die Hose. So, eine Runde geschafft. Nochmal rauf zur Gegengeraden.
ja, es ist alles andere als einfach. Im Qualifying, wenn man vielleicht noch ein Zehntel rausquetschen will, das geht so schnell schief, weil einem außen die Straße ausgeht. Und im Dreiviertel der Runde hat man hier, oder in der Hälfte der Runde hat man hier außen hier auch die Wand. Die lacht einem dann an. Das bedeutet, man kann nicht weit abfliegen. Dann wird man irgendwo auf der Strecke gehalten. Umso schneller sich das Auto zum Mus hauen. Ja, hier kann man, also es gibt Leute, die fahren ja auch innen über den Curb, aber das ist auch eher gut als böse. Eher böse als gut. Ja, Porsche, wir wissen mal, der pumpt eh so schön auf der Hinterachse, wenn er unruhig wird. Und dann ist es mit dem Lenken und mit dem alles, was man vorhat, wird dann schwieriger. Auf jeden Fall ist heute mit zu rechnen, dass wir wahrscheinlich sehr viel Schrot sehen werden. Also so, hier wieder. Schlüsselstelle Nummer 1. Der Porsche-Zulieferer, der wird sich freuen nach dem Rennen. Ja, das ist wieder der Assis. So, Dipper, erfolgreich gemeistert. Jetzt noch ein kleiner Knick. Kurve 19, der Ellenbogen. Und jetzt geht los. Cottwood Straight. Ich weiß gern, was hier die Höchstgeschwindigkeiten am Ende sind. Was uns da gerade eingeblendet wurde, das kann man vergessen. Beziehungsweise gerne darauf verzichten. Und hier den optimalen Bremspunkt zu erwischen, das ist Schlüsselstelle Nummer 2. Also die Strecke ist voll mit Schlüsselstellen, aber das sind oben das Anbremsen, ist eins der wenigen Kiesbetten in den Esses und Anbremsen der heftigen Schikane, The Chase genannt. Das ist schon echt fies. Ja, so, hier haben wir einen Meisterschaftszweiten. Der Meisterschaftsführende hat schon wieder eine Zeit hingelegt, wo schon wieder alle anderen noch mit dem Kopf schütteln. Und ja, und steht auch schon in der Box wohlgemerkt. Also der fährt wahrscheinlich jetzt erstmal nicht mehr. Wahrscheinlich sind da auch schon ein paar Teile ausgegangen. Ich habe nämlich vorhin den Angie schon ein paar Mal abfliegen sehen. Und dafür hier sein indirekter Teamkollege, der Gö Stettler. Der isst sich noch ein. Also momentan nur mal so als Vergleich die Zeiten. Angie König 2.05. Im Gegensatz zur Konkurrenz, die sind alle bei 2.031 der Höhe und dann geht es hinten weiter mit den weiteren Plätzen ab 2.034 aufwärts. Ja, und die Zeiten ja, kann man nicht gut vergleichen mit echten Cup-Porsche-Zeiten, da sind wir hier um einiges schneller. Wir haben ja eben schon gehört, der Rundenrekord 2.06 mit einem V8, mit einem holden Motor. Also im Jahr 2010. Umbauarbeiten gab es in dem Maße nicht, dass man das hier erklären könnte. Die 4 Sekunden. Und mit einem GT3-Fahrzeug R8 LMS ist man nur sogar eine 2.09 gefahren. Also da sind wir ja dann doch noch schneller als nur ein GT3-Fahrzeug. Das ist, naja. Geht zugunsten R-Faktor, würde ich sagen. Ja, was heißt zugunsten R-Faktor? Ich sag mal, das geht einfach zugunsten des Mods. Aber wie gesagt, da gibt es ja die unterschiedlichsten Meinungen dazu und da soll sich jeder selber davon ein Bild machen. Je nachdem. Auf jeden Fall kann man jetzt schon sagen, nur mal die Weiterentwicklung. Also so wie es momentan aussieht, wird das oder ist das hier das vorletzte GBCC-Rennen, was in der VR ausgetragen wird, vorübergehend. Also es wird nächstes Jahr keine GBCC-Meisterschaft mehr geben. Dafür hat die VR jetzt einen neuen Trumpf aus dem Ärmel geschüttelt. Und zwar ist im Moment in Planung eine Art GD Masters, also ADAC GD Masters. Mit GT3-Fahrzeugen und jeder, der da Interesse dran hegt und pflegt, einfach mal im VR-Forum vorbeischauen, die nächsten Wochen beobachten. Da findet jetzt auch schon mal ein Winter-Pre-Event statt, das aber, so wie ich mitgekriegt habe, schon ausgebucht ist. Also da gibt es auch schon eine Warteliste dazu. Aber das soll ja nicht heißen, dass dann zum Saisonstart das genauso aussieht, beziehungsweise niemand anders mitfahren darf. Sozusagen. Ach, mir gefällt die Idee ganz gut. Ja, finde ich eigentlich auch nicht so schlecht. Es gibt bei einem GT3-Championat die Möglichkeit, sich ein Fahrzeug auszusuchen, was den persönlichen Vorlieben
an Sound, an Fahrverhalten und an Optik und was auch immer entspricht. Da muss man nicht das vorgegebene Porsche-Format wählen. Also ich bin gespannt, was da nächstes Jahr auf die Beine gestellt wird, wer sich da alles meldet. Und vor allem, wenn man Porsche fahren will, da drinnen gibt es ja auch einen Porsche. Richtig. Und vielleicht ist das eine Meisterschaft, wo André König doch etwas mehr machen muss, als locker flockig vorne wegfahren. Ja, muss man mal gucken. So, der Göll hat jetzt übrigens auch eine 2025 gefahren, nur 40.000 hinterm Angé. Vielleicht wird es ja heute doch noch spannend. Kann natürlich auch sein, dass Angé bis jetzt der Vollgedank gefahren ist und das Ganze nachher erst noch einmal im Qualifying nach unten korrigiert. Ups, und da war er weg. Dann suchen wir uns einfach den nächsten. Hier haben wir Sascha Lestrange, der hier wild durchdriftet. Oh, ich glaube, ja, der Surfer schaltet um. Kann das sein? Nee, der Surfer schaltet um, würde ich sagen. Okay. Zumindest ist die Zeit abgelaufen und siehe da, es geht hier los. Jetzt sehen wir auch schön die Boxenanlage von Bathurst. Die kann man gut sehen, nicht aus den 30er Jahren, aber man sieht schon an den schwarzen Gebäudeteilen, die aus wie so ein Schiffskommandostand. Startziel geht über einen Hügel drüber. Ja, die Strecke ist ja eigentlich ein Riesenhügel. Also der Name Mount Panorama ist schon sehr treffend. Ja, ist auf jeden Fall, die ganze Strecke ist hier an so einen riesengroßen Berg rangemeißelt. Und wie ich eine der wenigen internationalen Strecken, die regelmäßig benutzt wird, ja, mit die einzige, die vom fahrerischen Anspruch und vom Bergauf, Bergab mit der Nordschleife mithalten kann. So, jetzt müsst ihr jeden Moment dann mal auf die mal Runden gehen. Also erster Mann auf der Strecke momentan Sebastian Schmitz, dahinter Tobias Robin. Und wir schauen uns das jetzt einfach mal an, was der Sebastian da anstellt. Das ist übrigens der Mann, der hier für die Grafiken verantwortlich ist im Livestream. Also Sebastian, an der Stelle noch einmal danke. Das hat über die Saison über immer sehr gut geklappt. Die Grafiken waren immer rechtzeitig da, hat sich immer da sehr viel Mühe gegeben. Und ja, das ist korrekt. Dank auch von mir. Und man konnte gerade sehen, er hat sich schon angemeldet bei seinem Vordermann. Aber es war gar nicht nötig. Er wollte schon Lichthupe geben, aber vorne NF Racing, Erle Kotte, ist da ähnlich schnell wie er unterwegs. Ja gut, solange wir nicht direkt im Weg steht, aber das geht ja halt ziemlich schnell, da braucht es nur alle Kunden irgendwo einen kleinen Fehler zu machen. Und dann ist auch die Runde vom Sebastian im Eimer. Diesen Tunnel. Oh, da hat er schon richtig einen Bock eingebaut. Das hat mit Sicherheit Zeit gekostet.
Sagt mir auch gleich, Tobias Robin von hinten gleich um ein paar Meter näher gekommen. So, und jetzt erstmal Vollgas, entspannen, unten den Bremspunkt nicht verpassen. Ja, so ist es. Die dort in der Höhe von Bathurst. Und hier sehen wir es. Ja, sauber, sauber aus. Also das hat gepasst. Ja. Ist auch der NF-Kollege. Das Core-Auto durch. Ja, der Kotte lässt Schmitz vom. So, also Schmitz hat die erste Runde hinter sich gebracht und momentan Pohlmann durch Stettler. Ich weiß gar nicht, ob der André König eigentlich schon unterwegs ist. Ach nee, der darf ja. Ach so, da müssen wir jetzt gleich mal drauf eingehen, Harald, weil wir haben ja heute wieder den einen oder anderen Kandidat, wo nur eine Runde fahren darf. Und da zählt unter anderem nämlich der Meisterschaftsführende André König auch dazu. Genauso wie ein Julian Dauber, der auf dem Server ist. Oder wen haben wir denn noch im Beddo? Das muss ich selber erstmal gucken. Wer hier noch auf dem Server ist, wo nur einer fahren darf. Ja, die Cutting-Verstöße, die haben im Laufe der Saison regelmäßig zugeschlagen und es gab dann nur eine Runde. Hier ist jetzt Verkehr. Der auf. Nach wie vor der Verkehr hat. Harald, es kam gerade nicht an, was du sagen wolltest. Ja? Es kam gerade nicht an, was du sagen wolltest. Also irgendwie fehlt jemand Brocken, wenn du sprichst. Natürlich. Ja, also der Harald, der kämpft noch ein bisschen mit seiner Technik, währenddessen wir hier den Grüß sehen, da hat er sich jetzt erstmal ordentlich vermacht. Das war auch das, was wir eben schon angesprochen haben. Also da unten musst du echt aufpassen, hinsichtlich wann bremse ich und wann bin ich zu schnell. Weil das ja, ist da so, ist ja. Ja, ich wollte sagen, da ist die Toleranz, ist da innerhalb von einem halben Meter, was das präzise Anbremsen angeht. Wenn man vielleicht noch Windschatten hat, dann hat man es noch schwerer. Ich glaube, einmal 7-8 Stundenkilometer schneller. Und dann kommt man echt in Stress. Ja, so, also Phil Hildebrand hat jetzt die Führung erstmal übernommen vor Felix Kranz. Stettler nur noch auf 3. Der ja sich auch da unten ziemlich verbremst hat im dritten Sektor. Insgesamt haben wir 27 Fahrzeuge momentan am Start, also zumindest im Qualifying. Es kann sein, dass das eine oder andere vielleicht nach dem Quali noch dazukommt im Warm-up. Aber beim Film sieht das eigentlich ganz sauber aus. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal ein bisschen vorne auf die Motorhaube, dass man mal den Eindruck von dieser Achterbahn hier bekommt. Ja, da stand ein Chorfahrer zerschellt an der Wand links. So, jetzt Arfes bergab, während die rechts und links wegknickt bremsen. Dann hier, man sieht, die Strecke fällt jeweils im Scheitelpunkt unter dem Auto weg. Das ist echt, ja, ich glaube, hier wird man noch mehr zum Brechen zwingen als Beifahrer im Rennfahrzeug als auf der Nordschleife.
So, also Phil Hildebrand fährt in die Box. Hier sieht man auch die Boxeneinfahrt, die hat es genauso in sich. Aber da muss man ja Gott sei Dank im Cup-Rennen nicht rein. Und das gibt uns die Möglichkeit, zu Gö Stendler zu schalten, der gerade just in diesem Moment die Führung übernommen hat. Oh, und da kommt aber auch wieder ziemlich weit raus. Also momentan sieht es wie folgt aus. Stettler, Hildebrand und Felix Kranz sind die ersten drei. Wir werden ja mal zuletzt entscheiden, der mit Sicherheit auch da vielleicht nochmal nachlegen kann, wobei jetzt in dem Fall nicht. Oh, da kam man fast ein wenig quer raus aus der Kurve. Mhm. Drift-Challenge, sehr schön. Du stehst immer auf Driften. Harald, Mensch, wir sind doch hier im Rundstreckensport. Da ist Giften Driften tödlich. Giften, ja, Giften auch. Gift-Challenge, ja. Vielleicht gibt es sowas ja auch. In Australien gibt es ja viele giftige Tiere. Ja, Mike Neumann fährt da komplett auch von der Strecke runter. Mike Neumann? Ja, ich glaube, es war Mike Neumann. Ja, könnte mein Mike Neumann gewesen sein. Oder Jochen Dickenbrock. Irgendwas Gelbes war es auf jeden Fall. Ja, zumindest mal schön, dass wir einen der Kränze hier im Feld sehen. Angé König ist übrigens unterwegs, aber noch nicht auf seiner Gezeiteten. Richtig, ihm fehlt noch fast eine halbe Runde. Uiuiui, das war aus dem Lehrbuch, wie mache ich es nicht. Ja, jetzt ist er, glaube ich, zu ultimiert. Einen Fehler wieder wettmachen und das geht natürlich sofort nach hinten los. Auto überfahren und funktioniert nicht mehr. Ja, da hängt er im Moment auch ordentlich zurück. Also momentan Gö Stendler ungefähr 3/10 vor Phil Hildebrand und genauso groß ist auch nochmal der Abstand 1 weiter zu Felix Kranz. So, und Angé König geht jetzt auf seiner Schnelle. Das bedeutet, wir schalten da jetzt mal hin, weil den sehen wir heute noch einmal im Qualifying. Richtig. Und da ist er schon auf dem Zielstrich. Seine einzige Chance hat begonnen. Wir schauen onboard zu. Anbremsen, Hell's Corner. Ja, das sah schon sehr sauber aus, muss ich sagen. Ja, und da hat er sofort Verkehr, hoffentlich fährst du mit ihm vorbei. Ich versuche noch ein bisschen Windschatten abzugreifen. Ja, fahren beide das Gras. Hat er Glück gehabt. Ja, der wollte auch schon die Runde versaut werden können. Ja, wenn er hinterher fährt ins Gras, um den Windschatten zu kriegen, auf jeden Fall. Ja, lenkt er spät ein. Schön das Auto gemacht. Liegt sehr ruhig, muss man auch sagen. Also sehr, sehr ruhig im Gegensatz zu den anderen Mitstreitern. Fast beängstigend hier, also er fährt ja fast auf Schienen. Ja, ist wirklich sehr sauber, ohne jeden Mucks. Ich da so ein, das war aber ein Kontakt, das noch ein Kontakt. Das war zweimal heftiger Kontakt. Ich glaube, die Polen also mit abschminken mit zwei Zeierzeit wird es wohl nicht mehr werden. Aber nicht so viel aus dem Ruhr zaubern. Abwarten, abwarten, abwarten. Ja, ich bin ja schon ein bisschen beruhigt, wenn ich merke, dass auch ein Angé König Fehler macht beim Fahren. So, letzte Kurve vor der Geraden. Ja, das hier ist so eine Gerade, die hört überhaupt nicht auf, aber irgendwie so trotzdem ein bisschen Pinsel zur Entspannung. Bevor es jetzt hier wieder brenzlig wird, muss man früh auf die Bremse, weil man mit so einem Überschuss da oben runterkommt, dann bremst man ja auch noch bergab. Aber hier liegt das Auto schon wieder so extrem ruhig, das ist wirklich ein Traum. Ist das das Geheimnis seines Erfolges, dass er übertrieben gutes, ruhiges Setup hat und es ist ausschließlich sein Fahrstil und was sagt die Zeit? Ja, auf jeden Fall. 2:33. Ja, damit ist er eigentlich nur 1/10 hinter Hildebrand. Und ja, P3, ich denke mal, da wird er einigermaßen zufrieden sein. Ja, dass er die beiden Kontakte hat, war das nach wie vor ein Traum, die Runde.
Ja, so, Julian Dauber ist übrigens auch auf der Strecke. Das ist auch einer der Kandidaten, die nur eine Runde fahren dürfen. Aber der ist auch noch nicht auf seiner gezeiteten Sicht gerade. Unser Teamkollege Patrick Muller, den konnte man im Training sehen, dem scheint die Strecke auch zu liegen oder der scheint die zu mögen. Der war eigentlich auch mit guten Zeiten dabei. Ist aber, glaube ich, doch ist auf dem Server. Ich weiß gar nicht. Hat Müller auch Ja, der ist eine da. Strafe, dass er nur eine Runde fahren darf? Ne, Moment. Also ich, ja, Patrick Müller genauso wie Julian Dauber darf nur eine gezeitete Runde fahren. Also das komplette zweite Core-Team sozusagen hat es wohl mit den Putting-Verstößen im letzten Rennen ein bisschen übertrieben. So, Dauber jetzt auf jeden Fall auf seiner Lane. Mal gucken, was da jetzt rauskommt. Da darf man weit drüber fahren, das ist erlaubt. Extra noch einmal in der Fahrbesprechung davor angesprochen worden. Okay, da war noch Qualm. Irgendwo wird er jetzt. Auf andere Fahrzeuge treffen. Hat noch nicht mal so viel Rückstand. Ja, der Steffen Teigler ist gleich vor ihm. Wow, Ui, und da haut das und weg. da haut das weg, da haut das weg. Das gucken wir uns noch mal ganz fix im Replay an, was da genau passiert ist. Da kam er Dazu außen ist der. auf den Curb in der Hinterachse und da hat sich das Auto aufgeschaukelt. Und Ja, weg war die Kiste. auf ähnliche Weise hatte ich auch an dieser Stelle Mark Porter leider 2006 vertan, mit fatalen Folgen. Ihm ist dann Kontrahent ins querstehende Auto gefahren und er musste da auch sein Leben lassen. So, jetzt will ich mal gerade gucken. Müller ist. Ui. Also Dauber, das ist auf jeden Fall jetzt ein Schuss in den Ofen gewesen. Damit hat Ja. das eigentlich sein Quali total verhagelt. Und ja. Da hätte Ja. vielleicht eine Sicherheitsrunde besser funktioniert, dann lieber mit einer sicheren Runde 14. als mit einer Risikorunde 26. So, wir gehen zu seinem Teamkollegen, der nämlich jetzt da auf die schnelle Runde geht, auf seine Einsichtser. Ja, haben sich gut abgesprungen, danke. Ja, und Müller, der kann auf jeden Fall in die Top 10 locker reinfahren. Das haben wir vorhin schon bei den Trainingszeiten gesehen. Der stand da zwischenzeitlich auch auf P3 vorne und P2. Mal gucken, was da jetzt dabei rumkommt. Ob er seine Runde zusammenbekommt. Vielleicht kann er sogar Antje König knacken. Und Müller zählt ja zu denjenigen, wo eigentlich im Feld nicht unbedingt geliebt wird, wenn er vorne wegfährt, weil der kann sich übelst breit machen und da haben sich schon einige Gegner in den letzten Rennen Zähne dran ausgebissen. Richtig. Der verwandelt den Porsche in ein Erntefahrzeug mit Überbreite. Das ist unglaublich. Aber ich habe so den Eindruck, dass er eine Sicherheitsrunde fährt. Ja, hat wahrscheinlich im Funk gerade seinen Kollegen fluchen hören und strebt jetzt an, es ihm nicht nachzutun. Ja, auch Ah, fast ziemlich diese. weit Ja, gewesen, aber hat auch abgefangen noch das ordentlich Auto. kämpfen. Vielleicht ist man bei Core, was das Setup angeht, auch nicht so. Ui! Wow, und ach, das hat Das war aber jetzt eine auch wieder nach. Glanzleistung, dass er den noch gehalten hat. Ja. Aber eine halbe Sekunde ist auch fliegen. Gar nicht. Ja, die Autos schlagen da ziemlich durch, das ist auf jeden Fall auffällig. Und das ist eigentlich das Phänomen bei Antje König, dass dem sein Auto dort nicht irgendwie so durchschlägt, beziehungsweise viel ruhiger liegt, auf der Hinterachse nicht so pumpt. Und das könnte dann der Unterschied sein zum Schluss, wer das Rennen gewinnt und wer nicht. Ja, ich denke mal, eine 2-3er-Zeit wird jetzt schwierig für Müller, nachdem er da, ui, Ja, jetzt beim sowieso. Anbremsen aufs Gras gekommen. Jetzt ist mit der 2-4er-Zeit auch Essig. So, Jetzt wird und er wahrscheinlich auch so eher auf Platz 20 ankommen. die Kiesbetten hier sind auch sehr tief, also da hat man dann ordentlich zu tun, wieder rauszukommen. Ja, auf Ja, jeden korrekt. Fall, die Nummer ist gegessen und das gibt uns die Möglichkeit, noch einmal zu Phil Hildebrand anzuschalten, wobei ich muss gerade gucken, ob der überhaupt gerade auf seiner Gezeiteten ist. Das gehen wir nämlich erst woanders hin. Phil Hildebrand ist auf seiner Ja, ist er. Gezeiteten. Ja, dann gehen wir mal hin, weil er könnte den Großstädtler noch abfangen. Hängt momentan knapp über 3 Zehntel hinter dem Schweizer.
Auto kam ja auch leicht quer beim Ausbeschleunigen. So, eineinhalb Minuten Restzeit. Das heißt, jeder, der hier noch eine Runde hinlegen will, sollte jetzt demnächst mal auf seine Gezeitete gehen. Mit rausfahren aus der Box ist jetzt nichts mehr. Zeit ist noch nicht mal schlecht, oder lüge ich jetzt? Ich sehe es gerade nicht. Nee, 14 Rückstand fast. Ui, auch angeschlagen. Also das wird wahrscheinlich in dem Fall nichts. Mal gucken, ob sich Marco Sauber kann sich auch nicht verbessern. Ja, dahinter, also ab Platz 6 sind noch ein paar unterwegs, die vielleicht irgendwie sich noch verbessern können, müssen wir mal im Auge behalten. Ja, Landgraf, Scheuerle, Schmitz, da kannst du jeweils mal ein bisschen nach vorne gehen. Landgraf. Landgraf ist auf jeden Fall auf Platz 7 einer, der für uns interessant werden könnte, weil der hat jetzt im ersten Sektor sich noch einmal verbessert. Ganzen Zacken. Mal gucken, ob er das Ding jetzt irgendwie durchkriegt, weil dann könnte er den einen... Oh, jetzt ist er auch verdrängt worden von Tobias Robin. Der ist nämlich gerade auf Platz 6 vorgefahren. Landgraf ja, noch da. Aber wenn Landgraf das Ding hier durchkriegt, ja, wir müssen jetzt mal die zweite Sektorzeit abwarten, macht er auch einen ordentlichen Sprung nach vorne. Kann der nämlich auch locker bis auf Platz 6 vorfahren, wenn nicht auf... Ja, jetzt hat er aber auch schon, mal gucken. Ah, da hat er wieder Zeit liegen lassen. Also seine persönliche Zeit hat er jetzt schon wieder um ein Zehntel verpasst. Ja, er bräuchte noch mal ein halbes Zehntel und hätte schon zwei Plätze gut gemacht. Ja, na gut, mal gucken, was jetzt im letzten Sektor geht. Da ist er wild drüber geflogen. Mal aufpassen, dass man einen Bremspunkt nicht verpasst, wenn das Auto ins Schlingern kommt. Strange auf 16 verbessert, obwohl das auch nicht so der wahre Jakob ist. Ja, also Elmar Erlekott und Sascha Lestrange heute eigentlich wundert mich, dass die so weit hinten sind. So, und Landgraf konnte sich nicht verbessern, leider. Ja, NF Racing bis jetzt so brachial starkes Duett gewesen und ja, was ist denn hier los? Ja. Abkürzung über Jugoslawien. Marco Blech war das, der da mal einfach mal eine Rallye-Einlage hingelegt hat und hier haben wir Tobias Robin. Das ist der Mann, der eben von hinten vorgefahren ist. Eine ordentliche Zeitverbesserung. Und so wie es aussieht, kann er sich jetzt nochmal verbessern. Wobei er momentan ungefähr 2,5 Zehntel Rückstand hat auf Marco Sauber auf Platz 5. Aber wenn er jetzt im letzten Sektor auch nochmal was draufpacken kann Scheuerle. Und dann Scheuerle auf 5 vorgefahren. Ja, zum Schluss knallt es hier nochmal im vorderen Mittelfeld oder im hinteren Vorderfeld. Aber Scheuerle ist leider einer derjenigen, die man nicht direkt anspringen können. Sonst war es das nämlich mit unserer Berichterstattung hier. Weil dann mag immer unser Bild nicht mehr. Genau, Scheuerle und Rose, das sind Fahrzeuge, die unsere Technik mobben. So, und Robin konnte sich nicht verbessern. Ja, doch, er konnte sich persönlich schon verbessern, aber nicht platzierungstechnisch. Der Einzige, der jetzt noch unterwegs ist, ist Phil Hildebrand und ich weiß nicht, ob er überhaupt die Runde fertig fährt. Jo, doch, fährt er fertig, aber Hildebrand ist momentan nicht unbedingt so unterwegs, dass er sich hier verbessern kann. Hat zwar im zweiten Sektor nochmal persönliche Bestzeit gefahren. Ja, damit haben wir ein Ergebnis. Gösch Stettler. Glückwunsch. Ist der Mann, der heute das Rennen von vorne starten darf. Und König auf 3. Auf 2 hat man eben letzten... Als letztes im Bild Phil Hildebrand, 4 Felix Kranz, 5 Daniel Scheuerle, auf 6 Marco Sauber, Platz 7 Tobias Robin, 8 Marco Blech, 9 Uli Landgraf, der ja heute eigentlich in die Top 10 vorfahren will in der Fahrerwertung, auf Platz 10 Sebastian Schmidt, auf Platz 11 Philipp Schmidt, auf Platz 12 Mike Neumann, gefolgt von Chris Eisold und jetzt ist mein Timing weg. Hey, warte mal, wir haben sie ja üben noch. Chris Eisold auf Platz 13, sagt er mir jetzt hier. Platz 14, Kai Kindermann. 15, Elmar Erlekott. 16, Sascha Lestrange. 17, Thomas Wickler. 18, Alex Hummler, der Streckengott. Jetzt ist hier wieder was verrutscht. Ach, weil Elmar gerade vom Surfer gegangen ist. Platz 19, Daniele Bonaventura. Platz 20, Stefan Teigler. Platz 21 Jochen Dietenbrock, 22 Marco Studer, 23 Felix Abelt, 24
Patrick Müller, genauso auf Platz 25 Julian Daubert, die zwei, die ja ihr OneLap Poly total verrissen haben. Auf Platz 26 haben wir Phil Rosa und auf Platz 27, last but not least, Thomas Kinder. Ja, das war das Qualifying. Und das gibt uns jetzt einfach kurz die Möglichkeit, noch einmal in die Werbung zu gehen. Und wir sind dann gleich wieder pünktlich zum Rennen da. Bis dahin. Muss ich noch gerade gucken. Steht hier was? Ja, bis dahin. 4 Minuten sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ja, wir sind eigentlich zurück in Bathurst oder Bathurst. Ja, Harald, Quali war ja schon mal nicht schlecht, ne? Ja, Quali war nicht schlecht. Größte Überraschung ist, Andrzej König ist dann durchaus bereit, mal Fehler zu machen. Gleich zwei in einer Runde. Hat mir ganz gut gefallen. Nicht, dass ich ihm es nicht gönnen möchte, aber ich uns und den Zuschauern dann doch eher ein spannendes Rennen. Von daher gerne Andrzej König von weiter hinten.
Allzu weit hinten ist jetzt auch nicht, nur der dritte Platz. Von daher wird noch alles gut gehen für ihn. Er hat nach wie vor die Chance, auch dieses Rennen zur Andrej König Show zu machen. Aber ja, hier sehen wir wieder von Stettler den einen oder anderen Kontakt. Und noch einen obendrauf, weil es so schön war. Jetzt hat er sich sämtlichen Schwung, der nötig wäre auf der Gerade, sofort genommen. Das ist übrigens der Grüne. Ja, was habe ich gesagt? Ich hatte jetzt, ja, es kann schon sein, dass du gesagt hast, das kann, ich war irgendwie geistig noch beim Angie, aber du hast das mit Sicherheit richtig gemacht. Hervorragend. So, was wollte ich denn sagen? Ja, weil du gerade sagst hier, Angie König, One-Man-Show, ja, es erinnert mich irgendwie an das zweite Rennen von Sebring. Wo er ja irgendwie vom Platz 10 gestartet ist und nach zwei Kurven schon Zweiter war. Also ich vermute bald, dass er heute wieder mit seinem Start, wie auch immer er das macht, ich weiß ja nicht, wieder in der ersten Kurve ganz vorne steht. Aber ich will mal hier noch nicht die Spannung rausnehmen, um Gottes Willen. Also uns erwartet heute eigentlich ein sehr actionreiches Rennen. Ich vermute bald, dass es zu actionreich wird, weil vorhinein war eigentlich schon die Schreierei hier ziemlich groß, dass sich doch das Auto hier nicht so schön pilotieren lässt, sicher pilotieren lässt. Also man muss damit rechnen, dass hier einige die Wand zum Abfangen suchen. Und dementsprechend sind wir gespannt. Korrekt. Da hat er auch Probleme gehabt, der Tobias Robin. Einfach dieser Schikane. Also da oben, jeder, der schon mal hier in Bathurst gefahren ist, ich habe hier, glaube ich, bis jetzt nur ein V8-Rennen gefahren. Und die V8s, die tun ja auch sehr eigenwillig fahren, wobei die eigentlich mehr untersteuern. Die Hinterachse liegt da eigentlich relativ ruhig. Aber dieses Anbremsen da oben in dieser Bergsektion. Das ist schon nicht von ohne, also da braucht man schon ein bisschen Feingefühl und auch ein bisschen, wie soll ich denn sagen, Adrenalin, genauso wie ein bisschen Nervenstärke in Form von, dass man sich zusammenreißt und nichts auf der letzten Rille riskiert, weil einmal drüber kann man sagen, liebe Garage, Werkstatt, Boxencrew, ich komme. Ja, Disziplin im Gas- und Bremsfuß. Ja, und die meisten Streckenabschnitte hier lassen nicht mehrere Linienwahlen zu, sondern das ist relativ fest gemeißelt, wie man da zu fahren hat. Ja, ich wüsste eigentlich allgemein nicht, wo es hier unterschiedliche Linien geben könnte. Ja, Also wir im hatten ja schon Endeffekt. Strecken im Kalender, wo man quasi nach Belieben die Kurve anfahren kann. Und Ja. hier geht das absolut nicht. Nee, also hier ist alles so eng definiert. Wenn du hier nur minimals von der Ideallinie abweichst, kostet dich das jedes Mal gleich 1, 2, 3 Zehntel. Wenn du dich Ja. hier beim Anbremsen, wo jetzt der Phil schön langsam hinrollt, ich weiß ja nicht, was er da oben gerade macht, der drückt einfach Escape. Na, das ist ja frech. Ja, man kann sagen, hier ist die Ideallinie ungefähr 5 cm breiter als das Fahrzeug. Nochmal die ersten nochmal testen, also Anfahrt testen. Doch nicht. Haben Studer es hat auch nicht so keine mit uns. Lust. Ja, sind auch die meisten sind jetzt in der Box, fahren nicht mehr. Hier sehen wir nochmal einen Gö, wie er noch einmal Stadtübung macht. Ja, der Gö, der muss jetzt auch nochmal Stadt richtig üben. Nicht, dass er gleich wieder, wie gesagt, seinen indirekten Teamkollegen vor sich sieht, beziehungsweise deren Heckspoiler. So, und jetzt geht's ab ins Rennen.
Ja, auf jeden Fall interessante Boxenanlage. Ich weiß gar nicht, ist diese Strecke hier, ist eine reine Rennstrecke, ne? Weil hier die Straße ist, glaube ich, noch eine Landstraße statt Ziel, ne? Ja, es geht zumindest geradeaus weiter. Wenn man den Asphalt folgen würde, geradeaus, nicht links abbiegt oder nicht links fährt, die Hell's Corner oder Hell Corner, dann kann man geradeaus durchfahren. Ob das jetzt ein normaler Rettungsweg ist für die Rennstrecke oder eine Landstraße, da bin ich jetzt großräumig überfragt. Weil wir gehen einfach mal auf den Führenden und gucken uns das an. Die machen jetzt erstmal schön die Reifen warm. Ist ja erlaubt in der GBCEC. Im Single-File dieses Reifen aufwärmen. Aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Und dann geht es auch seinen Gang. So, auf jeden Fall 28 Fahrzeuge haben wir mittlerweile am Start. Rosa hat auch noch zu uns gefunden als letzter. Und damit haben wir doch ein schönes Feld zusammen. Oh, danke. Ich kriege gerade wieder die Info, dass unser Sound noch aus ist. Da bedanke ich mich erstmal an die Kollegen, die da wieder gut aufgepasst ist. Den Fehler mache ich gleich nicht regelmäßig. Mensch, Harald, du musst aber auch mal aufpassen, wenn ich Fehler Ja, mache. ich bin gerade dabei rauszufinden, ob das eine Landstraße ist oder nicht, und sieht fast so aus, denn die Strecke heißt Hinton Road. Und von daher würde ich ausgehen, sie kreuzt auf Eingangsstation die Panorama Avenue. Von daher würde ich ausgehen, ja, es sind alles Landstraßen. Aha. Wobei das Ganze auch nur für Stadtziel gilt. Es scheint reiner Rennbetrieb zu sein. So Mischstrecken mit Halbstrecke, Halbstraßenkurs gibt es ja auch. Spa-Francorchamps war lange Zeit halbe halbe. War lange Zeit, aber das ist jetzt seit, glaube ich, 2004. Sechs. 6. Ich glaube 2006 wurde da Ja, endgültig. 2006 haben sie die Strecke umgebaut, aber ich glaube 2004 haben sie diese Umgehungsstraße in Betrieb genommen. Wenn du das sagst. Also es war ja quasi von Kemmel bis Einfahrt gegen gerade hoch zum Dauphinois, weil es reine Rennstrecke, der Rest war irgendwie Straße. Aber die GPCC macht sich gerade daran, die Einrollrunde zu vollenden. Ja, ich meine, es gibt ja noch mehr so Strecken. Also Le Mans ist ja auch so, dass die 100 entlang Landstraße ist. Genauso der hintere Bereich, glaube ich, also als Zufahrt Porsche-Korben ist ja, Ja, glaube ich, genau. auch noch auf Bis Landstraße. es rechts hoch in die Porsche-Kurve geht, ist es ja, Einfahrt auf die lange Gerade, auf die Hinterher, bis rechts in die Porsche-Kurve ist alles normale Landstraße. Ja, gut, zwischendrin, das stimmt nicht. Also, das Stück praktisch, ist das Ende hindert ja. Komme ich gerade nicht drauf. Ist egal. Von dort an nicht, aber dann praktisch Ausgangs-Anage bis Eingang Porsche-Korven ist über der Landstraße. Aber wie gesagt, jetzt konzentrieren wir uns hier auf den Stadt. Nicht wundern, also die Stadtaufstellung ist hier so versetzt. Nicht, dass ihr denkt, dass die hier so besoffen alle sind. Nein. Die Aufstellung ist so versetzt. Das hat einfach was mit der V8 zu tun, die normalerweise hier fährt. Sind nämlich so viele Autos, dass er dann teilweise drei Autos in eine Mitte einpassen. Und los geht's. Und da sehen wir den König schon wieder in der Mitte durchstechen. Zumindest in dem Versuch. Und er geht außenrum an Gösch Stettler vorbei. Hildebrand auf 1, Stettler nur noch auf 3. Also da hat Andrzej König gerade sein
Stallgefährten der Stettler mal ordentlich abgenobbelt. Und jetzt müssen wir ja aufpassen, Hildebrand macht den Fehler hier in der zweiten Kurve und der Anche ist schon daneben. Ach, das gibt's doch gar nicht. Ja, aber er muss nochmal zurückstecken. Sind wir gerade ein, zwei davor, dass wir das besser im Bild sehen. Hildebrand konnte sich irgendwie noch in diese Bergsektion rein retten, ohne dass er geschluckt wird. Und ich habe hinten, glaube ich, im hinteren Teil auch schon die ersten Kontakte gehört. Aber es steht keiner sinnlos rum. Das ist schon mal wichtig. Ah, Hildebrand! Hildebrand schmeißt die Kiste weg. Ich glaub's nicht. Und so ist der König Erster. Oh Mann. Man hätte es jetzt ja gern gesehen, dass den Jungen einer die Stirn bietet, aber die vernichten sich alle selber. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, damit haben wir vorne schon Anche König auf Alleinfahrt, gefolgt von Gö Stettler und Felix Kranz. Währenddessen wir uns hier mal gerade um Platz... Studer disqualifiziert, sehe ich gerade. Disqualifiziert? Wie geht das denn? Hier, guck dir das an. Oh, da hat jetzt aber der Tobias Robin ordentlich zu kämpfen gehabt. Kriegt jetzt auch Druck von hinten von Philipp Schmitz. Und das ist hier die Gruppe Sauber bis Philipp Schmitz. Beziehungsweise dahinter kommen auch noch immer ein paar. Ja, jetzt muss man erstmal warten, bis sich das Feld einigermaßen sortiert hat. Ja, Hildebrand bis auf 20 zurück. Er wird sich bei sich selber bedanken. So, Uli Landgraf on board. Bereitet hier den... Ich selber weiß gut, wer es ist. Michael. Hey, Chris Eisold ist das. Chris Eisold, genau. Ja, das könnte was werden. Nee, dann ist früher. Scheuerle am Blech vorbei. Mal Quanz hier. Da nebeneinander, da vorne, Blech und Robin. Da kracht es auch gleich schon wieder. Ich merke schon wieder schwindelig. Das sind keine Passagen, wo man Kontakt und schadensfrei nebeneinander herfahren kann. Jetzt wird es echt ein enger Zug hier. Robin fährt insgesamt was enger. Ja, Robin ist ein bisschen auf Sicherheit gegangen beim Reinfahren. Das hat man auch gesehen. Ja, er müsste jetzt, wenn es gut läuft, Schmitz gut in der Position sein, um sich an Robin ranzupirschen auf der Geraden. Ha, jetzt fehlt ihm leider wieder. Wir müssen mal weiter vor, weil hier geht es nämlich gerade zur Sache. Das ist nämlich Daniel Scheule gegen Marco Sauber. Der Scheule scheint hier in der bestechenden Form heute zu sein. Also der ist direkt dran. Mal sehen, ob er sich jetzt daneben bremsen kann. Ja, er zeigt sich. Herrlich. Das ist praktisch jetzt der Platz, Kampf um Platz 5. Währenddessen Anche König erste schnellste Runde gefahren ist mit einer 2.03.6. Also das ist schon, alle anderen waren 2.04, also einer zumindest 2.04 und dahinter alles nur noch 2.05 aufwärts. So, und jetzt ist aber Scheuler richtig im Windschatten. Ja, da sollte jetzt was machbar sein. Bergauf. Er schert aus. Ne. Er geht etwas schüchtern zur Werke, muss aber nicht falsch sein. Nee, lieber mal hier erstmal schnuppern und auf Sicherheit gehen, bevor man das Auto gleich in der Anfangsphase zerjagt. Ja, genau so ist es. Muss ja nicht hier dem Herrn Hildebrand nacheifern. König schon über 2 Sekunden weg vorne. Hinter Kranz 1 Sekunde hinter Stettler. Also da ist auf jeden Fall Luft, da verpasst man nichts. Oh, und da Scheuler ziemlich hart an der Wand entlang.
In Insiderkreisen wird das auch Fahren mit Vorbande genannt. Mhm. Passives Aerodynamik-Update. Ui, da wäre er einfach hinten reingesprungen. Da fährt er ein bisschen an die Linie. War da sehr weit in und hat, glaube ich, die Wand dabei mitgenommen. Genau, das hat man hier in der Kamera ein bisschen ausgekeilt. Hat man in der Kamera jetzt nicht hundertprozentig sehen können. Das gibt uns die Möglichkeit, fix zu Uli Landgraf zu schalten, der nämlich hier direkt hinter Chris Eisold sich festgebissen hat. Ja, man sieht, Windschatten funktioniert. Kann sich daneben setzen. Geht das gut unten in der Ecke? Ach du lieber Vater. Und Kontakt. Da muss man, aber na gut, das war aber, sag ich mal, sauber, also jetzt nicht so schlimm. Mit dem GD kann man das schon mal machen. Währenddessen Sebastian Schmitz jetzt an Daniel Scheuerle hinten aufläuft, immer mehr. Also das ist jetzt so ein Dreier-D-Zug hier, Sauber, Scheuerle und Schmitz. Und im Hintergrund sehen wir dann Marco Blech und Tobias Robin. Weil Schmitz auch wieder zwei Plätze verloren hat. Er war nach dem Abflug von Hildebrand schon auf 4, ist jetzt nur noch auf 6. Irgendwie hat es da ein bisschen Zickzack-Kurs gegeben. Da vorne. Ich hatte ja mal das Vergnügen, mit Sebastian Schmitz hier in V8 drin zu fahren. 1000 Kilometer, Bathurst waren das damals, glaube ich. Und war noch nicht mal schlecht. Ich glaube, damals sind wir zusammen Dritter geworden, also zu zweit auf einem Auto. Also er kennt auf jeden Fall die Strecke schon etwas besser. Er mag die Strecke auch. Hat er das gesagt, ja? Ich würde ihm unterstellen, sonst würde er sich nicht zu so einem 1000 Kilometer Rennen melden. Ja gut, das hat er nichts zu sagen. Ja, sein Bruder ist aber mittlerweile ziemlich nah an Tobias Robin dran, währenddessen vorne die Abstände immer größer werden. Aber Philipp Schmidt, der tut jetzt sich hier schon mal zeigen, hinter Tobias Robin und Marco Blech. Das könnte jetzt demnächst auch vielleicht einen Angriff geben. Richtig, der nutzt seine Chance, die beiden da vorne nervös zu machen. Ja, da hat er aber einen kleinen Fahrfehler eingebaut. Genau, hat er sich selber nervös gemacht. Ja, Abstand wieder zu groß, um wirklich sich ranzusaugen. Ja, und das gibt uns die Möglichkeit, wieder zu Sauber und Scheuler zu schalten. Weil ich schätze, dass Scheuler jetzt die oder die nächste Kurve ziemlich nah dran sein wird. Zeigt sich hier innen schön. Ja, war ohne Folgen. War eher ein Verbremser. Würde ich mal fast behaupten. Ja, und Andrzej König 2.035. Jetzt legt aber Städtler auch immer ein bisschen nach mit 2.038. Aber wie gesagt, fast so schnell wie im Qualifying. Ja, und alle anderen dahinter fahren 205er Zeiten aufwärts. Also da ist schon ein bisschen Unterschied vorhanden. Ja, der Heckspoiler von Marco Sauber. Der da. Neumann-Fehler. Neumann fällt hier viele Plätze zurück. Nur noch auf 18. Kindermann ebenfalls zurückgefallen gerade. Ja, wir gucken uns aber mal kurz die Szene von Mike Neumann an. Hier beim Ausbeschleunigen kommt er quer und ja, da fahren alle anderen an ihm vorbei. Hildebrand wieder auf 15, hat sich gerade in den Dauer geschnappt. Der räumt hier das Feld von hinten auf. Aber hier, das ist im Moment die interessanteste Konstellation von der P4, P5, P6. Scheuer, ne? Ja, wow, da kann man nicht angreifen, da kann man nicht angreifen. Also wer an der Stelle angreift, ist eigentlich lebensmüde. Aber Scheuer, der sucht im Moment noch die Lücke, wo er irgendwie vorbeigehen könnte. Man sieht auf jeden Fall, dass er... Oh, da ist er aber jetzt innen ziemlich gut durchgekommen. Vielleicht doch eine Stelle mit mehreren Linien. Ja, das kann schon sein. Ich meine, die Kurve hat eine ziemlich starke Überhöhung. Und das könnte sein, dass dort an der Stelle die innere Linie das Auto richtig rumzieht. Jetzt ist er schon mal daneben.
wieder fast eine Berührung und ist vorbei. Ist vorbei. Sehr schön gemacht, sehr, sehr schön vorbereitet und auch sehr schön umgesetzt. So, und jetzt müssen wir mal gucken hier. Robin und Blech, da gab es auch gerade einen Platztausch. Ja, Robin verliert ein paar Plätze. Hat sich anscheinend gucken irgendwie wir uns das nochmal an. Hier, hier sehen wir es. Robin noch dahinter. Ich glaube, er ist durchgeschossen. Ja, hat eingefahren und schmeißt sich dann auch noch vor das Core-Auto, aber dazu konnte er nichts mehr. Das war einfach höhere Gewalt, die da noch mitgewirkt hat. Und das gibt uns die Möglichkeit, zu Philipp Schmidt zu schalten, der nämlich jetzt auf Uli Landgraf aufläuft. Alle anderen davor, sage ich mal, einigermaßen große Abstände. Wobei Sauber und Scheuerle scheint auch noch nicht ausgestanden. Müssen wir mal beobachten. Oh, da schöne hat Kameraperspektive hier. Ja, ja, da hat aber Schmitz ordentlich Wheelspin bekommen beim Ausbeschleunigen. Das hat man gesehen, wie das Auto eingedreht hat. Aber bis jetzt muss ich trotzdem sagen, von dem Zweikampfverhalten her sieht das eigentlich alles nicht so schlecht aus. Also das habe ich mir schlimmer vorgestellt. Ui. Oh, Schmidt. Oh, Gottler, da hat er jetzt aber... Jetzt, da hat er aber, glaube ich, selber Angstschweiße auf die Stirn bekommen. Und Phil Hildebrand ist ja auch... Und da hat es geknallt. Das war doch ein... Das ist ein Fastlane-Auto. Alex Humler war das. Naja, ich wollte gerade sagen, der ist hier in einer ordentlichen, schönen Dreiergruppe drin und in dem Moment hat es den Alex auch schon rausgeschmissen. Aber wir bleiben jetzt einfach mal auf Phil drauf. Ja, ja. Ist schon wieder auf 14, vor ihm. Dann geht Bonaventura. Humler raus. Humler Auto anscheinend zu sehr kaputt. Für Rose auch raus. Ja, noch klappt es nicht für Hildebrand. Muss er noch eine Runde warten. Jetzt auf der Bremse, der ist daneben. Wow, Gott. Muss jetzt nochmal zurückstecken, weil das Auto leicht quer gekommen ist, aber richtig cool gemacht. Sonst hätte er ihn fast ausbeschleunigt. War schön gemacht, hat sich schön daneben gebremst, sehr sauber, bloß... Irgendwie hat er dann durch die scharfe Linkskurve nicht einlenken können, oder zumindest beim Einlenken hat das Auto zu sehr eingedreht. Ist ja jeder, der schon mal so einen Rennwagen gefahren ist, ist ja nicht wie ein Straßenwagen. Der gibt ja in der Kurve ein bisschen Spann, also ein bisschen arbeiten. Oh, da ist jetzt Bonaventura früh auf die Bremse! Oder Hildebrand, ja, Hildebrand war, glaube ich, zu spät. Ja, nicht Bonaventura zu früh. Bonaventura wollte einlenken und dabei hat es ein Phil Hildebrand zerlegt. Ist das Auto jetzt kaputt? Ja, komm. Nee, ich glaube, er will Bonaventura vorbeilassen. So wie das aussieht, um das Ganze in der nächsten Runde vielleicht nochmal zu wiederholen. Man weiß es nicht. Ja, zumindest faire Geste, dass er da so mit seinen Fehler eingesteht. Macht noch lange nicht jeder, obwohl es zum guten Ton gehört. Und Robin dabei draußen. Ja, hat sie auch ab, Schmidt! Ach Gott, und Robin aber auch. Und Eisold noch reingekrabbt. Ich guck mal gerade, wir gucken uns das jetzt gerade noch einmal im Replay an. Also das ist jetzt praktisch Onboard Eisold. Und da sehen wir... Man sieht schon den Qualm aufsteigen hinten. Kommt rein und... Robin im Weg. Ja, wo will er da noch hin? Das Auto verzögert dort auf der Stelle nicht mehr besser. Das kann man abhaken. Und dann gibt es halt den Kontakt. Ja, Robin wird jetzt auch durchgereicht. Na gut, das würden wir auch anders erwarten. Hat jetzt einen heftigen Kontakt hinten rechts bekommen. So, Lestrange hat nochmal die Zeit ein bisschen korrigiert. Lestrange, sag ich, König. Kann ich gerade nicht umschalten, aber das kriegen wir schon irgendwie hin, denke ich. Jetzt sind wir bei Mike Neumann, das hat schon mal funktioniert. Und weiter vorne würde ich trotzdem mal zu Uli Landgraf tendieren, beziehungsweise davor haben wir nachher auch noch einmal den Sebastian Schmitz im Zweikampf, aber jetzt gehen wir erstmal zum Uli Landgraf. Wie gesagt, momentan teilt er sich den 10. Platz in der Fahrerwertung. Patrick Muller knabbert am Erlekotter Abstand. Da wird es auch jetzt sehr eng.
Was man hierzu sagen muss, Alucard und Müller, das ist ja, ich sage mal, nicht unbedingt ein Liebespaar. Also da gab es ja auch diese Saison schon mal die eine oder andere Auseinandersetzung. Und das könnte auf jeden Fall eine interessante Konstellation werden. Und ich würde sagen, wir gehen da gerade mal hin, weil die sind nämlich, sind die direkt aneinander, ja, die sind direkt aneinander. Genauso wie Alucard davor an dem anderen. Jetzt guckt ja das mal an hier. Vorauto. Also das könnte jetzt hier... Ich glaube, da ist geschoben worden. Ja, ja. Also ich denke mal, hier dampft es gerade wieder ordentlich. Ja. Und man kann davon ausgehen, dass hier Würze drin ist. Also da muss man wirklich ausgehen, weil jeder, der die Konstellation hier mitverfolgt hat, weiß, dass das eine ganz schön heiße Kiste wird. Aber das hat sich gerade entspannt. Das gibt uns nochmal kurz die Möglichkeit, zum Uniland draufzuschalten. Marco Blech gerade beim Anbremsen ganz schön in die Bredouille gekommen. Ja, und Müller an Erlekotte wird wieder kleiner, der Abstand. Ja, geh mal hin. Die sind wieder direkt aneinander. Jawohl, vorne Julian Dauber, dann Erlekotte, NF Racing und dann der zweite Chorfahrenbacher Acid-Wagen von Müller. Und das ist ein Abstand, da könnte er es bis unten in den Schatten geschafft haben. Ja, man sieht, Windschatten funktioniert gut. Alucard lässt ihm aber keinen Platz. Loch da. Hat es sehr intelligent gemacht. Sehr intelligent. Ja, wenn es so weitergeht, freut sich Dauber. Der kann dann vorne vielleicht ein bisschen wegfahren, solange die beiden sich hinten zanken. Das Schlimme ist ja, dass irgendwie überall, wo auf der Strecke Action ist, hier. Sebastian Schmitz und Saupe vorne wird ernst. Da sind wir ja, genau. Das ist Kampf um Platz 5 im Moment. Und Schmitz eigentlich weiter innen, ist auch direkt daneben. Ja, das war in Ordnung. Das war in Ordnung, das war schön gemacht. Da kann man nichts sagen. Genauso geht es im Moment dahinter Marco Blech und Uli Landgraf. Die sind jetzt auch gerade daneben. Oder nebeneinander. Irgendwie jede Kamera. Vorne im Moment. In jede Kammer, wo wir tanzenden Auto zu kämpfen. Und jetzt ist aber der Uli durch. Also das jetzt muss sogar Blech aufpassen, dass nicht noch das Chorauto. Ja, der hat sich von hinten mal kurz an der Stoßstange bemerkbar gemacht. Das war Philipp Schmitz. Ja, kurz angeklopft. Ja, hallo. Irgendwie ist hier in jeder Szene irgendwie ein Chor-Farmbacher Auto vertreten. Ich weiß auch nicht. Kannst hinschalten, wo du willst. Da sind nur vier dabei. Fuß dampft. Neuendorf. Ist raus. Ja, also Marco Blech muss jetzt den Platz auf jeden Fall hergeben an den Uli und ich glaube auch nicht, dass der Marco jetzt nochmal einen Angriff setzen kann. Aber wir warten mal jetzt einfach die Geraden noch ab, bevor wir uns hinten wieder in dieses extrem heiße Duell nehmen. Wir müssen nach hinten, weil da kommt nämlich jetzt auch noch Phil Hildebrand dazu und das wird jetzt langsam wird's kritisch. Ja, das ist wirklich ein ganz exquisit gewürzter Dreikampf. Blech und konnte auch Tobias Robin wieder in der Box zum dritten Mal. Und Blech konnte und ausgeschaltet. Blech konnte übrigens nicht nochmal angreifen, also da haben wir nichts verpasst, auch wenn wir weggeschaltet haben. Und jetzt der Alucard gegen Müller. Macht schon wieder die Tür zu. Nee, war ja in Ordnung. Es ist ja sein gutes Recht, der war ja davor. Natürlich. So, jetzt bin ich mal gespannt, wenn nämlich der Phil Hildebrand von hinten noch dazu kommt. Er hat sich im Moment noch fein rausgehalten. Ach, schön gemacht, aber jetzt fliegt er in deine Wand. Ja, das war jetzt schon fast ein bisschen grenzwertig, aber irgendwie konnte Müller sich trotzdem durchsetzen. Das war schon Michael Schumacher-Manier. Aber das Ding ist jetzt noch nicht gegessen, würde ich sagen. Nee. Bessere Linie beim Rausbeschleunigen für Erlekotte. Und Schmitz an Marco Blech vorbei gerade. Der Phil Hildebrand wird sich hinten dran denken, lass die mal machen, das geht eh nicht mehr lang gut. Ich bin gleich verbremst. Gleich der lachende Dritte. Hat sich nur ein bisschen verbremst, aber hat es noch gerettet. Er konnte schlägt ein. Und das könnte Hildebrands Schum sein. Ja, und er ist zumindest daneben. Er ist vorbei. Ja. Hildebrand somit schon wieder auf Platz 14.
Damit hat sie alle, die zu spät eingeschaltet haben, war am Anfang durch einen selbstverschuldeten Dreher auf 26 zurückgefallen und jetzt schon wieder auf 14. Und die Strecke ist ja auch nicht mit Überholmöglichkeiten gesät, von daher harte Arbeit für Hildebrand. Und Dauber hat sich vertan. Dauber hat sich vertan, ja, ich versuche es gerade nochmal einzufangen in Replay, das ist nicht Dauber. Dauber auf 17. Ihr müsst jetzt kommen. Beim Einlenken, der scheint ein Platten zu sein, das Auto hat überhaupt nicht mehr eingelenkt. Er hat sich wahrscheinlich einen Platten irgendwo an der Wand gefahren, so wie das aussah. Ja. Und das ist ja auch sehr langsam, ja. Ja. Ja, schade, war eigentlich eine sehr solide Vorstellung bis jetzt. Ja, und im Moment gerade hat sich alles etwas entspannt. Engstes Duell haben wir hier im Bild. Hildebrand gegen Alicotta. Bin ich mal gespannt, wie das Ding ausgeht. Genau, Alicotta will noch nicht wahrhaben, dass Hildebrand sich hier vorbeigequetscht hat. Da will er noch kontern. So, wir haben noch drei Runden. Oh, Hildebrand weit draußen. Ja, das könnte die Chance für Alicotta sein. Ah, nee. Deckt aber nochmal zurück. Das soll mal gut sein. Oh, da kann man weiter raus. Das kostet Zeit auf der Geraden. Ja, und das gibt uns mal ganz kurz die Möglichkeit, zum Führenden zu schalten. André König dreht einsam seine Runden. Vorhin im Training hat er das Auto noch einige Male weggeworfen. Im Moment sieht es noch nicht danach aus. Wobei man dazu sagen muss, er hat im Moment nur 2,5 Sekunden Vorsprung vorgestellt. Das war vorhin schon mal mehr. Richtig. Und Dauber ist in der Box angekommen. So, und Alicotta ist dran. Da müssen wir jetzt dahin. Zumindest war er eben dran. Scheint gerade beim Anbremsen irgendwas schiefgelaufen zu sein. So, da muss ich jetzt mal gerade gucken hier. Ja, im Moment sieht es nicht so aus, als könnte Alicotta da noch mal irgendwie dem Phil Hildebrand zu nahe kommen. Ist ja schon deutlich weiter weg. Also Windschatten hat er jetzt auch keinen spürbaren mehr. Aber Blech geht an Schmitz vorbei. Müssen wir mal kurz hier hinschalten. Gucken wir uns einfach noch mal im Replay an. Ja, Schmitz hier weit im Aus. Kommt hier wieder zurück, aber Blech auch, also. Boah, ach, das habe ich. Ja, das habe ich, da hatte ich aber schon umgeschaltet. Ja, Glück für beide. Er hätte da auch Schmitz noch mit abreißen können. Schmitz robbt sich auf jeden Fall wieder an. Schmitz, kann man sagen, hat durch seinen Fehler keine Konzentration verloren, so scheint es. Knabbert hier 100 ab und ist jetzt schon fast wieder in einer Angriffsposition, wenn er die Konzentration hält. Scheint heute auch ein bisschen besser mit einer Reifen umgehen zu können, so wie das aussieht. Und saugt an Sebastian Schmitz vorbei. Der andere Schmitz-Bruder. Replay, da sehen wir es auch nochmal. Ich glaube, Sebastian hat da ein Fehler bei Schmitz. Da war ein Fehler bei Schmitz. Fällt weiter zurück. Ich kann es jetzt gerade nicht aufrufen, das ist mein Problem. Hier muss irgendwo das sein. Und jetzt aber auch Blech ein Fehler. Hier liegen Blech die Teile rum. Ja, das waren die Schmitz-Teile. Ja, das scheint, dass Marco Blech hat ebenfalls ein paar Plätze verloren. Der muss auch irgendwo einen Kontakt gehabt haben. Da sieht man es noch. Das war aber. Und dann nochmal berührt. Also das alles Wiederholung hier noch einmal. Saupe jetzt auch, Platz verloren. Und
Wo fährt denn sauber? Replay, Replay, hier kommen die beiden Ledierten, glaube ich. Die sind beide lediert. Die Stoßstange, die da. Komplett kaputt, das Auto. Ja. Bei der Stoßstange war wahrscheinlich von Sauber und bei Schmitz fehlen aber hinten auch Anbauteile. Motorenabdeckung. Also das ist die Wiederholung. Und Philipp Schmitz ist an Sebastian jetzt dran, also der wird ihn wahrscheinlich jetzt schlucken. Sauber hat sich irgendwo verbremst und hat sich im Pitbett festgefahren. So sah es gerade aus. Und wir gucken mal gerade dahin. Wo steht denn der? Der wollte hier querfeld einfahren oder was? Ja, der hat sich, ist ausgebrochen beim Anbremsen und ist dann hier in die Ecke reingeflitscht. Ja, und die zwei Chorleute tun sich jetzt gegenseitig jagen, währenddessen Marco Blech von hinten wieder aufschließen kann. Und das ist die letzte Runde übrigens schon, da müssen wir jetzt mal aufpassen. Der Stettler ist schon im oberen Bereich. Ja, und nur noch 1,7 Sekunden Abstand. Entweder kann König nicht mehr oder Stettler ist zum Schluss hin schneller. Ja, wir gehen einfach mal vor, also weil die sind jetzt in der finalen Phase. Ich denke mal, die Chorleute werden sich da jetzt nicht gegenseitig kaputt machen. Wobei Marco Blech da jetzt von hinten gleich an und Eisold auch noch. Ist wieder ein schöner Dreierpack. Ja, wir müssen da gleich mal hin, aber wir wollen auch die Zieleinfahrt nicht verpassen. Ja, Saupe in der Box. So, König kann man jetzt eigentlich schon gratulieren, weil der muss eigentlich nur noch die Kurve hinkriechen. Und ja, an der Stelle Glückwunsch schon mal zum ersten Laufsieg. Und wir gehen hier in dieses Wahnsinnsfinale hinten rein, weil da kommt nämlich eine ganze Lotte. Ja, ja, und da kommt eine ganze Lotte. Alle immer mit 2-3 Drittel Abstand nacheinander. Und Philipp Schmitz hat noch alle Mühe, sich kurz vor Schluss gegen Marco Blech zu verteidigen. Und dahinter ist es das gleiche Spiel für Chris Eisold, den rückt Sascha Lestrange auf die Pelle. Da können wir alles auf einmal sehen. Ui, da wird's eng. Boah, und Blech verliert hier. Eisold! Ja, Blech und Eisold. Gab's kurzen Kontakt. Und da hinten. Da versucht man es dann nochmal. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Stauber oder Müller? Ich weiß gar nicht, wer das ist. Das war Müller. So, und Zieleinlauf damit vollendet an der Stelle, weil da hinten scheinen jetzt keine Duelle mehr zu sein. Und Müller mal wieder auf 10 und gleich auf Platz 1. Wie oft hatten wir das schon diese Saison? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, auf jeden Fall, das war jetzt schon mal ein nervenaufreibendes Finale an der Stelle. Das muss man klipp und klar sagen. Und ja, war schon ganz gut. Du sagst, es war ganz gut, na dann. Ja, ich fand's ganz unterhaltsam. Ja, einziges negatives Ausrufezeichen würde ich sagen, die NF-Brüder oder die NF, die Kollegen Lestrange und Erlekotte auf 11 und 13. Sie können von Glück sagen, dass sie so viel Vorsprung haben und eigentlich uneinholbar sind, weil das war jetzt keine Vorstellung nach ihrem Geschmack. Ey, das muss man wirklich so festhalten. Aber mal gucken, vielleicht können sie ja im zweiten Lauf noch irgendwas reißen. Währenddessen hier Andrzej König sich feiern lässt. Genauso wie hinten Göhl Stettler. Und ich würde sagen, wir machen einfach erst einmal kurz ein paar Minuten Pause. Und ich kann dann mal unsere Tabelle hier aktualisieren und sind dann pünktlich vom zweiten Lauf wieder da. Bis dahin. Try to
In everybody's minds is imperfections, low self-esteem, lots of directions. If you push them aside, see your complexion, you can visibly see it needs correction. You can't take advice or never listen. Your stubborn ways for such a mission. It's now no surprise you never mend your ways. A self-justified missionary. Don't see everybody.
So, wir sind wieder da. Und ich glaube, wir sind einer mehr geworden halt. Das ist richtig. Zumindest damals Stargast. Ja, wir haben uns prominente Unterstützung geholt. Einen Vertrauten der GPCC-Szene, der uns durch Kompetenz hier unterstützen sollen werden wird. Ich würde gerne Trommelwirbel machen, bin aber unbegabt, deswegen kündige ich einfach an Moritz Kranz. Schönen guten Tag. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ja, guten Abend, Moritz. Ja, Moritz, du hast jetzt dich zum Ende der Saison ein bisschen da verabschiedet aus der GBCC. Im Moment noch in den Top 10, was die Fahrerwertung angeht, auf Platz 10. Aber es wird wohl Geschichte sein jetzt in diesem Moment, weil der Uli Landgraf ja im ersten Rennen in die Punkte weiter reingefahren ist und dich damit aus den Top 10 verstoßen hat. Ja, was sind denn erstmal die Gründe, dass du uns hier nicht mehr beehrst, zumindest aktiv am Lenkrad? Ja, eigentlich Zeit. Also ich habe halt im Studium relativ viel zu tun und das geht halt dann einfach vor. Oh, ich würde sagen, jetzt hat es gerade unser System zerlegt. Moment, ich muss mich gerade mal beeilen. Bevor hier die Session umschaltet. 1 Minute 14 haben wir. Ja. Noch eine Zeit. Aber ich kann schon mal sagen, Enrico, ich habe die Werbepause auch genutzt und habe das nachgeschlagen, was du mich vorhin gefragt hast. Und ich kann sagen, nein, es ist nicht so. Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit. Von daher aufatmen. Ich kann dir zwar gerade überhaupt nicht folgen, aber das macht nichts. Wir müssen jetzt mal rechtzeitig wieder auf dem Server sein, aber das sollte überhaupt kein Problem sein, weil wir sind ja schnelle Böschchen. Und wir laden schon wieder unser Bildchen, weil ich vermute nämlich, dass wir jetzt beim Umschalten aus Versehen den Daniel Scheuerle erwischt haben. Zumindest hatte ich den Eindruck, dass das so war. Und wie bekannt, wie wir das dieses Jahr schon mehrfach erlebt haben, wenn man das Restar-Auto direkt anwählt. Aber wie ihr hier sehen könnt, schwuppdiwupp, wir haben wieder ein Bild und sind pünktlich zum Rennen anwesend. Ja, jetzt haben wir natürlich ausgerechnet die Situation, die einige hier im Stadterfeld nicht haben wollen, nämlich den Patrick Müller auf 1. Moritz, hast du denn mit dem Patrick auch schon mal auf der Strecke das Vergnügen? Ja, unter anderem in Portimao. Aber es ging, hat Spaß gemacht. War ein beinharter Kampf. Aber alles im fairen Rahmen und hat schon Spaß gemacht mit den Kämpfen. Ja, also der Elmar, der ist ja nicht so amused, wenn er mit dem Patrick auf der Strecke zusammentrifft, und das hatten wir jetzt im ersten Lauf erstmal richtig heftig. Aber die Jungs haben das, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Dementsprechend können wir das jetzt uns getrost auf das zweite Rennen konzentrieren. Ich muss hier gerade nur noch eine kleine Anpassung vornehmen. Wobei ich die ersten 5 Startplätze ich habe mich kurz versprochen, überhören Sie das? Die ersten 5 Startplätze finde ich dann doch schon ganz gelungen. Müller, Blech, Eisholz, Schmitz, das verspricht doch was. Dahinter geht's spannend weiter mit Landgraf, Scheuerle, Kranz, Stettler und Palimpalim, wer hätte es gedacht, König auf 10. Aber, also zumindest Eisholz auf 3 finde ich eine ganz spannende Nummer. So weit vorne war diese Saison, glaube ich, noch nicht. Du hast jetzt nur deswegen, für alle Zuschauer, die es nicht wissen, also der Harald hat jetzt um deswegen so viel Gefallen hier dran gefunden an dieser Aufstellung, weil er wird vom Chor bezahlt deswegen, aber nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich hier so neutral wie möglich zu moderieren, und ich muss ihn zwar ab und zu mal gegen den Schienbein treten, aber naja, bis auf ein paar blaue Flecken, denke ich mal, sollte das alles in Gang gehen. Schienbein ist voll mit Hornhaut. Ja, auf keinen guten Ertrag. Auf jeden Fall das erste Rennen. Ich gehe mal davon aus, Moritz, dass Bathurst nicht zum ersten Mal im Kalender ist und du hier auch schon gefahren bist. Was sind denn so deine Erinnerungen und deine Erfahrungen an diese Strecke? Die ist mit dem Porsche relativ anspruchsvoll zu fahren, weil ja, das Auto ist erst richtig schnell mit einem niedrigen Flügel. Und das ist natürlich bei den ganzen Gucken, die man hier auf der Strecke hat,
auch am Ende der Conrad Straight wirklich ja, echt anspruchsvoll, das Auto auf der Straße zu halten, weil das Heck sehr leicht ausbricht. Und da haben die Fahrer nachher wieder alle Hände voll zu tun, das Auto auf der Strecke zu halten. Ja, auch hier die Stelle da gerade anfahren. Dieses harte Anbremsen rechts bergab in die Kuppe, um dann sofort wieder links, rechts, zickzack da durch dieses Geschlängel durch zu eiern. Da wird das Auto ja regelmäßig, baut sich das auf und sträubt sich gegen die Lenk- und Bremsbefehle. Ja, hast du schon mal einen richtig drastischen Abflug hier gehabt? Oder hast auf, es, auf der Strecke? Ja. Einige, ja. Also es ist das Auto, ja, das Auto, das fängt, der Porsche fängt halt sehr schnell an zu wippen. Und das Auto ist dann, also wenn man einmal diesen Punkt überschritten hat, wo das Auto anfängt zu wippen, dann ist es also echt schwer, auch die Linie zu halten. Oh, hier hinten war ein Kurvenfahrzeug gerade in der Wiese. War ja. Drin, ah, hat gut gegangen, Entschuldigung. Und ja, es ist einfach, also die Autos sind echt sehr anspruchsvoll zu fahren. Ja, aber das, da scheint das Geheimnis drinnen zu liegen, um damit schnell zu werden, weil wir haben uns vorhin mal die Qualifikationsrunde von Angie König onboard mit angeguckt. Ich weiß nicht, ob du sie im Stream gesehen hast. Sein Auto scheint ja doch relativ easy gefahren zu sein. Ja, also das Märchen, dass das Set hier so viel ausmacht, das stimmt nicht so. Also ich bin letzte Saison wirklich quasi die ganze Saison mit einem Setup gefahren und habe nur den Flügel angepasst. Den Luftdruck. Weil von den Dämpfern, den ganzen Sachen kann man bei dem Auto gar nicht so viel machen und das wirkt sich auch nicht so krass aus. Man muss einfach sagen, dass Ray, ja, der kann das einfach. Der ist einfach so schnell und der schafft es einfach, das Auto nicht über diesen Punkt hinaus zu fahren, wo das anfängt zu wippen. Also wenn andere, die fahren dann zu aggressiv, fahren zu unrund und dann fängt das Auto an zu wippen, da verlieren die halt relativ viel Zeit und der Andre, der schafft es einfach wirklich immer genau diesen Punkt zu treffen, wo das Auto nicht wippt. Und das ist einfach, das ist die Kunst bei dem Auto. Okay, da sind wir hier an der Stelle auch schon mal um einige schlauer geworden. Und jetzt, denke ich mal, können wir uns so langsam aber sicher auf diese Stadtphase konzentrieren. Normalerweise bräuchten wir jetzt an dieser Stelle eine Angie-König-Optionskanal-Cam. Ja, weil allein mit diesem Start, den er da in Sebring hingelegt hat, ich vermute bald, dass sowas jetzt hier auch kommen wird. Ach, aber wir haben hier dieses total versetzte Ritt. Also hier kann er nicht überall durch die Mitte durchzwirbeln, denn da steht vielleicht auch einer. Ja, das hat mein Sebring auch gedacht. Also ich werde jetzt einfach mal ein Auge auf Anstell halten. Aber einfach mal gucken, was er jetzt macht. Und euch auf den Laufenden halten. Das ist sehr schön. Dann auf geht's. Letzte Ampel und Gummi. Also vorne konnte, hinten hat es auf jeden Fall schon mal gerumpelt irgendwo. Ja, war ein bisschen hektisch. So, und das Eisold ist jetzt nicht weg. Ja, also Marco Blech auf Platz 2 momentan, Chris Eisold im Duell mit Philipp Schmitz. Und König auf 7 mittlerweile. Ach, ja, unglaublich. Es ist einfach nur zum Schreien. Und Blech verbrennt. Nicht nur Eisold auch. Eisold auch. Ich war gerade am Umswitchen. Jetzt wird es da vorne aber ziemlich blau-schwarz. Da war echt eng in der ersten Runde. Das ist unheimlich. Da der nicht kommentierende Kranz, Bruder. Im Unfall gegen Erlekotte. Ja, aber da muss aber Erlekotte, wenn das Erlekotte ist, auch schon den einen oder anderen Platz gut gemacht haben. Ja, schon auf 10 angekommen. So, Angie König Blech auf 6. Was? Dann Blech auf 1 und Stettler auf 4. Ganz kurz mal das Rieble an. Hier ist Blech schon auf 1. Wann kam denn dieser Wechsel zustande? Gar nicht gesehen. Da müssen wir nochmal gucken. Also weiß ich jetzt nicht. Haben wir irgendwie verpasst. Und Stettler hat einen Fahrfehler begangen und König jetzt schon auf 5. Oh Mann, oh Mann. Und übt schon richtig Druck aus. Ja, wir sind da jetzt gerade schön im Bild. Hier sieht man diese Gruppe. Und ja, müssen wir mal gucken. Also ich vermute bald Ende dieser Gerade wird wohl Angie König sich den Sebastian Schmitz zur Brust nehmen. Wir haben vorhin gesehen, da hat der Elmar Erlekotte ganz intelligent geblockt.
Boah, ja. König. Also, das war ein böser Kontakt. Ich weiß es nicht. Also, das war. Müsste man nochmal ein Replay sehen. Also. Ja, wir gucken sie uns einfach noch mal an, was da genau geschehen ist. Du, wenn wir es von oben sehen, dann müsste man es eigentlich wieder kennen können. Es war ein schöner Titch hinten ins Heck rein. Wir bleiben einfach on board, um das genau zu beobachten. Und hat da Sebastian Schmitz ja. Einen schönen Tritt ins Aus. Schmitz hatte das Problem, dass seine Bremse eigentlich schon ziemlich schwammig geworden ist. Jetzt Felix. Oh, quer. Aber er fängt es ab, Gott sei Dank. Ja, König nur auf 6 zurückgefallen. Schmitz dagegen ist auf 23. Ja gut, aber das verspricht ja, uns natürlich jetzt noch ein bisschen mehr für das zweite Rennen. Ja, der Felix, ziemlich weit drüber gefahren. Kriegt jetzt auch Druck hinten von, wer ist das gerade hinter? Uli Landgraf ist das, der heute eigentlich ein ziemlich gutes Rennen fährt. Und den Hildebrand, der hängt jetzt da an Elmar Erlekotte dran. So, anbremsen, Schikane. Ist auch eine ganz dufte Nummer hier. Und da macht Hildebrand auch schon. Ein bisschen. Ja, hat es aber irgendwie noch in den Griff gekriegt, das muss man dazu sagen. Also dieses Anbremsen von dieser Schikane, da kann man so viel falsch machen. Und Köln nicht, legt sich Eisel zurecht. Hier haben wir es im Bild. Mal gucken, ob es diese Runde besser klappt. Ja, es ging daneben. Ja, aber hier muss... Also zu zweit durch die Kurve und dann noch bremsen, das wird nichts. So, und hinten die... Die kriegen es auch einigermaßen in den Griff. Ja, auf jeden Fall eine interessante Kiste hier. Ah, König, sehr weit drüber gefahren. Ist jetzt 4 Plätze zurückgefallen. Marco Blech kann sich vorne absetzen. Das finde ich jetzt einmal sehr interessant. Erlekotte, Unfall. Bonventura in der Box. Das sind viel zu viele Informationen, Harald. Da blickt ja überhaupt keiner mehr durch. Erlekotte auf 25 zurückgefallen. Der hat das Auto anscheinend total zergängelt. Ja, aber wir müssen jetzt hier auf den Angriff bleiben, weil König und Eisold, ich denke, das geht nicht lange gut so. Zumindest ist das neben Uli Landgraf und Felix Kranz noch einmal das härteste Duell gerade im Feld. Das heißt, König Platz, kann ja ganz nach innen fahren. Ja, Platz 8 und 9 müssen wir auch im Auge behalten, dass wir da ja nichts verpassen. Aber das ist schon, also König, der Philipp kann hier... Schmitz, Platz an Stettler verloren vorne. Ist aber nach wie vor dran. Müssen wir mal gerade hinschalten, also weil das scheint interessanter zu sein gerade. Da geht es ja immerhin um Platz 3. Ja, vielleicht kann Schmitz da noch kontern an der Geraden. Ja, da kommt er aber auch ziemlich hart reingefahren. Ja, Schmitz muss schon kämpfen. Ja, Moritz, weißt du noch so aus den vergangenen Saisonen, inwieweit hier die Reifen auch zum Schluss in die Bredouille kommen? Also grundsätzlich sage ich einfach, also bei mir waren die Reifen immer platt nach dem Rennen. Also das ist vollkommen streckenunabhängig gewesen bei mir. Und König vorbei. Jetzt vorbei. Nee, Eisold kontert, aber der Bremspunkt hat nicht ganz... Boah, knapp. Sauber. Also auf jeden Fall hat König immer zu kämpfen, gefällt mir persönlich. Ja, auf jeden Fall drehen sie sich nicht wie die Fliegen vorne weg. Aber jetzt könnte auf der Bremse sich daneben setzen vielleicht. Das haben wir vorhin schon mal mit Phil Hildebrand gesehen, so ein Manöver. Na, da hinten kommt er auch schon, der Hildebrand. Aber hier, glaube ich, hat gerade Angel König seinen Meister gefunden, den Chris Eisold. Zumindest macht Eisold das Ganze in der Legende. Aber jetzt, das war jetzt nicht so toll. Falsche Kamera, dahin wollen wir. Ja, da sind wir schon vorbei. Ah, da sind wir schon daneben. Ja, vielleicht kann Hildebrand sogar die Gunst nutzen. Nee, noch nicht. Und ich schnage noch dran.
Und Müller hat Blech einkassiert, dass Blech einen Fehler gehabt haben, fällt jetzt auch ein bisschen zurück. Da Blech sogar nur noch auf 3. Da hat Marco Blech vorne. Wir gucken uns im Replay an, am besten. Ja. Da vorne sehen wir es, glaube ich. Ja. Wo ist er hin? Da ist er. Da steht er. Ja, war schwer einzufangen gerade, weil irgendwie die Position total vertauscht waren und dadurch Kamera nicht direkt anspringbar war. Ja, damit Patrick Müller erstmal die Führung übernommen. Hat er dieses Jahr schon mal ein Rennen gewonnen. Und Chris Eisold so richtig aufgegeben hat er sich aber noch nicht. Ja, aber hinten muss er sich auch gegen Hildebrand verteidigen. Aber ich finde das interessant, dass heute hier Namen vorne auftauchen, die jetzt die Saison über noch nicht ganz vorne vertreten waren. Kontakt von Hildebrand, Landgraf. Ja, König auf Platz 5. Prima, vorne dran. Aber kann sich langsam absetzen, währenddessen Chris Eisold jetzt langsam Druck von Phil Hildebrand bekommt. Ja, nicht nur langsam. Und dahinter ist auch schon der Felix Kranz, der sich das im Moment gerade mal ein bisschen anguckt, entspannt. Und auf seine Chance wartet. Marco Blech jetzt die schnellste Runde gerade gefahren mit einer 2.04.5. Oder 2.04.6 kann man sagen. Hildebrand vorbei, noch nicht ganz vorbei. Oh, zu zweit durch die Kurve, das wird aber eine enge Kiste. Hildebrand vorbei. Wird was, jo, das wird was. Sehr schön gemacht. Jetzt kommt Felix schon von hinten und klopft an. Und jetzt Robin. In der Box. Also, nee, das andere ist bei mir ein Anzeichenfehler. Und was sagen, Daniele Brunner und du haben dann ja auch in der Box angezeigt, aber das scheint irgendwie ein Anzeigefehler zu sein. So, und jetzt sehen wir hier Felix Kranz, wie er sich langsam ansaugt an Chris Eisold. Ausschert, mal gucken, ob er den Überschuss mitnehmen kann. Ja, sieht so aus. Ja, wird nicht so weit rausgetragen. Hat geklappt. Und da ist schon noch der nächste, der Eisolds Rückspiegel auftaucht. Ja. Kann einem fast schon ein bisschen leid tun. So, und wir müssen mal kurz springen, weil wir sind nämlich noch im Replay. Und hier haben wir nämlich schon gesehen, da war nämlich gerade, wer war das? Uli Landgraf. Ist jetzt schon hinter Chris Eisold angekommen. Ja, wir waren die ganze Zeit noch ein bisschen im Replay, aber verpasst haben wir dadurch nichts. Aber das erklärt auch, warum ich vorhin nicht richtig umher springen konnte. Und Andrzej König ist an Marco Blech dran. Da müssen wir mal gerade hinschalten. Ja, Blech konnte sich ja vorhin schon mal ganz gut verteidigen. Mal sehen, ob er das jetzt nochmal schafft. Ja. Hier hat oh. König noch keine Boah, Chance. Oh, da hat er beim Anbremsen aber total das Heck verloren. Der Marco. Mal gucken, inwieweit er sich hier retten kann, weil die Kiesbetten hier in Barshurst sind ja ziemlich tief. Er hat zum Glück genug Schwung gehabt. Wenn er da quer reingerutscht wäre, da wäre es echt schlimmer ausgegangen. Ja, er hat leider noch in der Querfahrt angebremst und dann kommt der Porsche einfach direkt mit dem niedrigen Flügel und da bricht das Heck direkt aus. Ja, also wer mir heute trotzdem gefällt, ist Uli Landgraf. Also der macht heute ein sehr schönes Rennen hier. Dem auch schon, hängt direkt hinten am ist Eisold dran, der irgendwie den einen oder anderen Platz immer weiter hergeben muss, wird immer weiter durchgereicht. Also das stelle ich mir auch ziemlich schwer vor, wenn du da von vorne losfährst, wirst geschluckt. Und was ist denn jetzt passiert? Das war aber komisch mit der Kamera jetzt gerade. Ja, im Scheitelpunkt haben die beiden sich berührt und dann hat sich Uli etwas eingedreht, aber konnte das Auto noch abfangen. Aber trotzdem, ich glaube, der Uli, der hat er noch lange nicht aufgegeben. Jetzt muss er nochmal wieder ranfahren. Währenddessen Marco Blech gerade weiter hinten aufläuft auf Sascha Lestrange. Ich vermisse irgendwie den Sebastian Schmitz.
Und Anschrei an Philipp Schmitz dran, der gerade einen Fehler gemacht hat. Und jetzt das übliche Spiel, Windschatten. Ja, haben wir hier ein Bild, mal gucken. Oh, wo fährt denn der Philipp rum? So, jetzt hat er Geschwindigkeit dabei verloren. Ja. Ja, mal gucken, ob er es irgendwie blocken kann. Also es sieht im Moment ganz gut aus. Und da vorne gibt es Caramba. Ola und Stettler waren da im Infight. Oh, da müssen wir jetzt nochmal, das gucken wir uns im Replay nochmal an. Hier kommt das Replay. Also Stettler dahinter, die hatten aber kurzzeitig einen Platz getauscht, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, das sah aus, wenn beide im Aus. Weil Müller verbremst sich hier. Müller verbremst sich und Stettler geht durch. Sehr sauber, sogar so. Ja, das zum Thema Replay und wir können wieder zu Angel König, weil der hängt immer noch hinten dran. Hat noch nicht so geklappt, wie sein sollte. Währenddessen Chris Eisold auch an Uli Landgraf hinten dran ist. Und Felix Kranz, schnellste Rennrunde. Ja, 2:04:02. Auf jeden Fall Potenzial zu erkennen, dass hier der eine oder andere Platz vielleicht noch gut gemacht werden kann. Kleiner Fahrfehler von Hildebrand. Du hast praktisch das Bild dahinter, ja, halt uns dann nochmal auf dem Laufenden, weil wir können leider nicht unsere Augen überall haben. Ja, man sieht schon hier an diesen schnellen Kurven im Welligen Infield, an diesem Tick-Tack, liegt das Auto von König einfach unbeschreiblich ruhig. Ich habe auch so das Gefühl, dass er die Schikane einfach einen Tacken anders anfährt und dadurch gar nicht so drüber springt, weil er sie einfach von außen sanfter anfährt. Dadurch das Auto gar nicht so sehr versetzt. Also da scheint er wirklich eine Möglichkeit gefunden zu haben, dort besser durchzukommen. So, und jetzt mal gucken. Also wobei, so richtig Windschatten, ich weiß nicht. Doch, er wird welche kriegen, aber ob es reicht, ist die andere Sache. Jetzt hat er aber ordentlich mit einem Schlafunterschuss. Eine Hand. Kam nur ein paar Meter zu spät, konnte sich deswegen nicht mehr daneben setzen. Ja, nicht alles, ja. Aber während die zwei sich da vorne bekämpfen, kommt der Phil und der Keks, die kommen jetzt immer näher ran. Und ja. Das, jetzt haben wir da gleich ein schönes Quartett. Schmitz wird schon krank. Dann geht's richtig rund. Stettler gerade schnell so mit 2:04:01. So, Hildebrand ist dran, hat sich verbremst. Ui, beide waren draußen. Und ja, Schmitz war da jetzt ein bisschen mehr in der Wiese sogar. Das bedeutet, ich schätze, dass der Angie wahrscheinlich jetzt Ende der Geraden einen Angriff setzen kann. Ja, er muss Schmitz innen bleiben. Sonst klappt es schon mal gar und nicht. Und hinten kommt der Angriff von Felix. Genau wie. Ui, in der Wand. Außen Hildebrand vorbei, quer. Felix. Sehr schön. Ja, das war jetzt einmal, da kam Hildebrand auch leicht quer, wenn ich das im Augenwinkel noch gesehen habe. Uiuiui, jetzt haben wir hier einen schönen Doppelpack, also zwei Doppelpacks. Jetzt geht's richtig rund. Ja, das ist immerhin Kampf hier, Platz 3. Felix jetzt direkt dran. Hildebrand hinten. Eingeschlagen. Ja, da hat er die Vorbande mitgenommen. Anche im Kies. Ja, das ist jetzt schon. Das wird noch richtig heiß. Mhm. Ja, schönes Spektakel. Schön zum Zugucken. Wie viel haben wir denn noch? Wir haben noch 6 Runden, oder? Wenn ich es richtig sehe, ja. Na, König will aufs Treppchen. Das wollen andere aber auch. Ja, aber Hildebrand müsste jetzt kurz abreisen lassen. Der war eigentlich näher dran oben am Ausgang. Ja, der hat ausgangs auf die Kran drauf, hat er die Bande mitgenommen. Und dabei Speed verloren. Jetzt ist König jetzt daneben. Und kommt quer! Der fängt das Auto ab, das glaubst du doch nicht. Das war aber auch ganz stark. Also jeder andere hätte wahrscheinlich das Auto jetzt bis hinten in den Kieshaufen reingeworfen. Und der König fängt das Ding irgendwie ab. So, jetzt Schmitz außenrum. Wird das was? Das wird was. Oh, sehr schön. Auch schön.
Was für Manöver. Absolut Oberhammer. Und jetzt Felix von hinten, ja, ja. Mein Herz, mein Herz. Ja, Motorsport vom Feinsten, würde ich an dieser Stelle mal behaupten. Ja, noch 5 Runden und der Rest von dieser. Also diese eine Kamera hier, die tut uns immer ein bisschen veräppeln. Oh, König! Da hat er das Ding rückwärts. Wir gucken uns das einfach nochmal onboard an, was er da genau gemacht hat. Ich glaube, er hat außen hingeblieben. Er ist zu weit rausgekommen. Genau. Und am Curb dann hängen geblieben, wahrscheinlich, so wie da das aussah. Ist so ein Mauervorsprung und dann hat er den mitgenommen. Hier sieht das alles noch gut aus, fährt ziemlich weit drüber und, wie du gesagt hast, genau in den Vorsprung reingefahren. Ja, so schnell geht's. Auto scheint aber noch einigermaßen ganz zu sein. Und das gibt uns die Möglichkeit, wieder vor zu den Jungs zu schalten. Währenddessen aber auch Sascha Lestringe jetzt an Uli Landgraf gerade dran ist. Und der ist auch nicht weit von Chris Eisold weg. Ja, damit hat es aber die Gruppe erstmal so halb zerrissen. Wobei verloren ist da noch nichts. Felix Kranz jetzt auf 4, Philipp Schmitz immer noch auf 3. Und Phil Hildebrand auf Platz 5. Und König ist aber trotzdem nur 3,5 Sekunden weg. Trotz des Drehers, das wundert mich jetzt ein bisschen. War eben schon über 4, jetzt nur noch 3,5. Also das Auto nicht so kaputt. So, und Uli Landgraf auf 8, jetzt eigentlich direkt im Windschatten. Da könnte jetzt ein Angriff kommen. Zieht jetzt schon rein. Da muss man aufpassen, dass man da nicht wie eben Andrzej König total quer kommt auf der Bremse. Kann sonst böse ins Auge gehen. Ja, im Moment gerade ein bisschen Entspannung, wenn man denn hier von Entspannung sprechen kann. Scheuerle und Wickler, da wird es dann auch irgendwann eng. Ja, aber hier sind wir weiter vorne und das hier ist im Moment ein Zacken in der Sander. Uli Landgraf, der beißt sich schon seit zig Runden jetzt die Zähne am Chris Eisold aus. Jetzt sieht das aber vielversprechend aus. Direkt daneben kann durchgehen. Jetzt muss er es nur irgendwie durch die Kurve retten. Kreuz, was hast du gesehen, was wir nicht gesehen haben? Uli hat noch einen kleinen Abschiedsstupser auf die Stoßstange bekommen, aber hat sich wohl nicht weiter ausgewirkt. So, und Felix Kranz ist an Philipp Schmitz dran. Zumindest war er eben dran. Ist auf 1/10. Felix! Das kann auch böse mal mit dem Blattfuß enden. War schon ziemlich heftig gerade der Bandenkontakt. Ja, aber die Dreiergruppe schiebt sich jetzt langsam wieder zusammen und das ist schon mal positiv. Ja, Hildebrand auf der Bremse ein bisschen stabiler gerade. Mal gucken. Kann sich aber nicht wirklich ranfahren, zumindest hat es den Eindruck nicht, dass Hildebrand da großartig Windschatten bekommt. Und der Gö Stettler vorne 4 Sekunden auf und davon. Der muss eigentlich im Moment nur noch seine Runden abspulen und das Ding irgendwie nach Hause fahren. Währenddessen Andrzej König momentan nicht aufholen kann, habe ich so das Gefühl. Ist irgendwo bei 3,5 Sekunden eingefroren. Durch Stettler gerade noch mal schnell zurück mit 2:04:0. Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Noch 3 Runden. Gegessen ist hier noch überhaupt nichts. So, und Felix ist jetzt dran. Kann sich hier fast daneben fahren sogar. Jetzt war Schmitz sehr spät, ja. Ja. Und da kann er ihn durch schön sauber durchgehen. Damit hat Schmitz P3 abgegeben und Felix ist auf P3 angekommen. Damit winkt schon ein Podestplätzchen.
Hat jetzt aber 4 Sekunden noch bis auf Müller. Ich glaube nicht, dass er das bis zum Schluss schafft. Und da macht Schmitz nochmal einen leichten Fehler. Ja, und wir können zu Sascha Lestrange schalten, der im Moment auf Platz 9 langsam an Chris Eisold ranfährt. Ah, und Felix hat sich bremst und Philipp ist wieder dran. Da müssen wir nochmal kurz vorgehen. Mal gucken. Ja. Aber auch Lestrange gegen Eisold müssen wir im Auge behalten. Jetzt hat sich Schmitz aber nochmal vermacht beim Reinfahren. Ja, da sind anscheinend die Reifen schon am Ende. 3 Runden zum Schluss. Und Hildebrand ist in Lauerstellung. Ja, jetzt könnte er auf der Bremse den Angriff setzen, aber nee, das wird nichts. Oh, wobei Schmitz aber auch ziemlich spät dran war. Und Felix macht den Fehler. Nein! Oh, der wirft P3 weg. Ich glaub's nicht. Ja, ein fast sicheres P3. Hildebrand äußt, fliegt ziemlich weit draußen. Und Hildebrand. Gerade hat er P3 wiedergekriegt. Schmitz, schon ist das an Hildebrand wieder los. Das ist noch richtig. Nicht ganz. Einig sind sie sich hier nicht, wer welche Position kriegt. Nee. Moment. Schmidt zurückstecken, jetzt ist Hildebrand vorne, aber das Ding ist noch lange nicht ausgestanden. Mal gucken, vielleicht kommt der Felix auch nochmal ran. Wir haben noch 2 Runden. Verloren ist hier noch gar nichts. Jetzt kam Hildebrand am Ausgang gleich quer. Schmitz kann auch nicht profitieren davon. Ja, da kann man auch schlecht attackieren. Ich meine, das spielt ja alles nur dem Felix in die Karte. Ja, eben, so ist es. Was die zwei da veranstalten. Ja, vorne scheint das Ding entschieden zu sein. Durch Stettler mittlerweile fast 9 Sekunden Vorsprung. Und Felix Wieger. Felix sollte jetzt einfach mal seinen Rhythmus finden. Ja, der will natürlich irgendwie sehen, dass er da noch einmal rankommt, beziehungsweise vorbei vielleicht sogar kommt. Ja, weil er ist ein Ticken zu aggressiv unterwegs und hat so ein bisschen seinen Rhythmus, den er vorher hatte, verloren. Fängt an, kleine Fehler zu machen. Lestrange übrigens an Eisold vorbei. Ich hole das mal ganz schnell ins Replay. Hier könnte das jetzt kommen. Eisold kommt da ziemlich weit ins Pendeln. Da kann wahrscheinlich jetzt Lestrange innen vorbeistechen. Beziehungsweise aus. Oh, knapp. Oh. Philipp voll vor die Kiste, aber es hat gereicht. Das war wirklich haarig. Ja, und das gibt uns die Möglichkeit, nach vorne zu schalten. Ja, Philipp die holen will jetzt natürlich hier ein Treppchen einfahren. Und die holen mit 7 Meilenstiefeln auf Patrick Müller auf, ne? Der immer weiter abreißen lassen muss. Also Stettler fährt jetzt ohne Probleme vorne davon. Also in den letzten 2 Runden hat er allein schon 4 Sekunden ausgefahren auf Müller. Und Müller wiederum verliert ziemlich auf den Hildebrand. Also Hildebrand kommt da näher und von hinten drückt dann auch noch Philipp Schmitz. So, und das müsste jetzt die letzte Runde sein, wenn ich mich nicht irre. Ja, korrekt. Ja, Felix, glaube ich, der hat jetzt gerade einen Haken drunter gemacht. Und will lieber P5 mitnehmen, als dass da noch Schlimmeres passiert. Zumindest im Moment kann er nicht ganz mitgehen. Und Schmitz etwas spät. Aber im Ausgang. Oh, Hildebrand auch ziemlich weit. Das hatte vorhin König auch versucht. Und dann stand der Andersson plötzlich da. Ja, hat dann Fette gemacht. Bisschen verbremst. Und Lestrange wieder an Uli Landgraf dran. Ja, müssen wir auch mal aufpassen. Also und Scheuerle an Wickler, das ist noch weiter hinten und gewinnt den Platz. Oh, und Philipp Schmitz mit einem großen Fehler und... Oh, das geht aber nicht. Das geht nicht. Das ist schon grenzwertig. Das ja, das kann man nicht machen. Also das... Da würde ich mich auch nicht wundern. Also da hätte das eigentlich so ein kleiner Stupser hinten auf die Stoßstange als Hallo-Wach-Effekt. Aber damit hat man sich... Ja, und da hinten klopft jetzt auch König mit. Er hat nämlich jetzt dank dieser Aktion wieder Lunte gerochen. Jetzt muss er aufpassen, dass Felix Kranz nicht noch vom König attackiert wird auf der Bremse. Na, ist noch zu weit weg.
Mal gucken, was Kranes hier noch zaubern kann. Der will's jetzt wissen. Jetzt, da, jetzt. Uah, bös geschert. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt ganz kurz vor zum Ö und der hat es gepackt und das gibt uns die Möglichkeit nochmal hinterzuschalten und das Finale, den finalen Zieleinlauf zu sehen. Noch ein überrundeter, später noch. Nein! Felix Abelt. Ah, Felix. Nein. Das Auto kommt rückwärts drüber, Gas. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann! König doch. Ach, schade. Oh, den Platz noch abgegeben an Anche König. Ich glaub's nicht. Ja, ich würde sagen, das war jetzt mal ein Zieleinlauf ohne Rolle. Selten erlebt hat, aber man muss einfach auf der Anche kriegt die Geschenke Städte dann gemacht, wenn es die anderen, wenn er selber einen Fehler macht. Da hast du recht. Ja, auf jeden Fall Top 10 sieht wie folgt aus: Stettler, Müller, Hildebrand, Philipp Schmitz, König, Felix Kranz, dann Landgraf, Lestrange, Eisold und Blech, der ja eigentlich ganze Zeit ziemlich weit vorne rumgefahren ist, Marco Blech. Aber irgendwie konnte das nicht durchbringen. Und ich würde sagen, wir checken mal jetzt, wie es mit den Punkten aussieht. Ich trage das gerade mal ein. Und dann suchen wir uns unser Sieger bzw. Podestkandidaten und sind in ein paar Minuten dann wieder da. Bis dahin haben wir das hier alles sortiert und können uns über Interviewgäste freuen. Bis dahin, wir hören uns gleich und sehen uns gleich. So. Don't see everybody's gone to hell. Again, job is dead. Shame, rock, don't see everybody's gone to hell.
So, wir sind zurück und ich kann die Tageswertung erstmal präsentieren. Also, Tagessieger an dieser Stelle, ein regelmäßiger Interviewgast für Städtler. Und ich würde sagen, damit fangen wir gleich mal an. Harald, ich Ja, übergebe dir das Mikro. sehr gerne. Ja, Gö, eine sehr solide bis bravouröse Vorstellung. Hast am Mount Panorama mal wieder gezeigt, dass der Porsche dir liegt. Es war zumindest für die Zuschauer ein sehr heißer Ritt in Australien. Wie kamen die beiden Läufe für dich rüber? Hallo zusammen, also die kamen eigentlich gut rüber. Also der Porsche ist da wirklich sehr bucklig zu fahren und man muss sehr wohl dosiert mit dem Gas arbeiten, sonst dreht man sich weg, wie man ja von einigen und auch von mir mal im Rennen gesehen hat. Also Quali lief gut, nicht optimal, aber okay für die Pole, dank dem, dass André nur eine Runde fahren konnte, im ersten Rennen den Start verpennt. Und mal hinten angereiht und als sich viel dort weggebremst hat, war André weg und da war im Prinzip gegen seinen souveränen Speed war nur Schadensbegrenzung angesagt. Ich habe immer ein wenig Druck gemacht, in der Hoffnung, dass er auch Druck hat und vielleicht noch einen Fehler macht, aber er war solide und am Schluss konnte ich etwas näher kommen, aber für mehr hat es definitiv nicht gereicht. Ja, danke schön. Dann habe ich die Freude, nachdem ich dir gratuliert habe, Enrico das Wort zurückzugeben. Ja, unser Tageszweitplatzierter und Dominator der bisherigen Saison, Angie König, haben wir heute leider nicht in der Kabine, zumindest bis jetzt nicht. Dementsprechend darf ich meinen Glückwunsch an den Drittplatzierten des Tages vermitteln und ich denke mal, er wird es gar nicht richtig selber wissen, also nach dem Zieleinlauf, nämlich Felix Kranz. Ja, Glückwunsch, ist er überhaupt da? Ist gar nicht da, auch nicht da. Aha, die sind ja alle verschwunden. Das ist Der korrekt. Wahnsinn. Ich guck mal, Ja, ob ich ihn erwische. gucke mal jetzt, ob du ihn irgendwie auftreibst. Dann gehen wir halt mit dem Viertplatzierten der Tageswertung, fahren wir weiter und dem Zweitplatzierten des zweiten Rennens. Patrick Muller, im ersten Rennen hast du es ja mal wieder ordentlich krachen lassen, auch mit deinem Lieblingsgegner Elmar Erlekotte. Erzähl mal was dazu und erzähl mal, wie du das zweite Rennen erlebt hast. Okay, also ja, also das erste Rennen war eigentlich Zielsetzung nach vorne kommen und dass ich dann am Anfang gemerkt habe, das ist eigentlich wie Zugfahren, da kommst du keinen Meter vorwärts. Dann habe ich mich auch noch gedreht und dann ich dachte, ja, jetzt gebe ich mal Attacke. Und es war vielleicht ab und zu ein bisschen hart von Elmar und auch von mir, aber ich denke doch relativ fair trotzdem. Und ja, ganz zum Schluss war ich dann hinter Sascha, der Zehnter war. Und dachte mir, das wäre es jetzt noch, wenn ich den bekomme. Und tatsächlich hat er sich mit dem Marco Blech, glaube ich, am Anbremsen ein bisschen vertan. Und dann waren es, glaube ich, so eine Gruppe von 4 Leuten. Dann habe ich echt noch die Gunst der Stunde genutzt und mir den 10. Platz geschnappt. Und das war eigentlich das Schönste vom ganzen Rennen. Und ja gut, das zweite Rennen dann, schon zum dritten, nee, zum vierten Mal auf der Pole. Ja, Anfängerfehler, Bremsen vergessen, dass die noch kalt sind und erstmal an die Mauer. Dementsprechend war die Karre ein bisschen krumm. Und man muss noch dazu sagen, mein Fuß ist noch in Schiene. Ich bin ab noch mein Außenbandriss. Also ging das nicht so koordiniert alles vonstatten mit den Bremsen. Aber dennoch, ja, 2 Fehler gemacht und der Gö war eigentlich dann sau schnell und den musste ich dann leider durch meinen Fehler ohne Gegenwehr passieren lassen. Aber den hätte ich so und so nicht lang halten können. Der ist so schnell gewesen. Aber 2. Platz ist eigentlich okay. Ja, denke ich auch. In der Situation sollte man dann zufrieden sein. Und damit übergebe ich das Wort an den Harald, weil wir haben nämlich unseren Drittplatzierten des Tages gerade in der Jawohl, Kabine der empfangen. nicht moderierende Kranzbruder Felix ist zu uns gestoßen. Von ihm haben wir relativ viel zu sehen bekommen. Ist die Frage, ob er auch so viel zu erzählen hat. War das genauso ruckelig, das Rennen, wie es für uns rüberkam? Rauf, runter, links, rechts? Ja, es war auf jeden Fall definitiv unterhaltsam. Aber ja, leider habe ich es in der letzten Kurve nochmal weggeschmissen, nachdem ich zwischenzeitlich Dritter war. Aber
Doch, hat Spaß gemacht. Ja, das war ein kurz und bündiges Feedback für uns, würde ich sagen. Ja, Enrico, such dir einen aus, Ja, einen haben wir noch. wir haben hier noch einen und da bin ich eigentlich schon ein bisschen begeistert, nachdem es ja im ersten Rennen nicht in die Top 10 gereicht hat, hat er jetzt im zweiten Rennen gezeigt, dass er es trotzdem kann mit P3 zum Schluss. Phil Hildebrand, Phil, erzähl mal was dazu. Philipp, Entschuldigung. Ist wurscht. Ja, erstes Rennen spektakulär beendet, irgendwie in der siebten Kurve oder so. Bis auf P25 oder so zurückgefallen, dann wieder bis auf 12 vorgekommen, wieder aus Versehen jemand umgedreht, gewartet, wieder auf 20 zurück, wieder nach vorne am Ende 12. Aber ich habe gemerkt, der Wagen funktioniert und die Strecke kam mir immer mehr entgegen, das war echt ganz okay. Da hatte ich schon gedacht, fürs zweite Rennen hatte ich schon Elmar und Sascha gesagt, müsste eigentlich Podium fast drin sein. Und dann war es wirklich auch ein starkes Rennen. Faire Leute um mich rum, alles sauber, aber trotzdem enge Fights, hat Spaß gemacht. Wagen hat super gelegen. Ich konnte nicht ganz den Speed vom Angie mitgehen, der sich da dann irgendwann T3 oder was zerlegt hat. Aber war echt zufrieden und zum Schluss war ich glaube, der zweite war eine Sekunde vor mir und der Grill war auch nicht weit vor mir. Das war dann schon schön dumm, dass ich es im ersten Rennen da ja selber weggeworfen habe in Führung liegend, aber passiert. Aber war ein sehr schöner Abend. Ja, auf jeden Fall, denke ich auch. Und weil mir es heute so schön gefallen hat und ich aber das Vergnügen beim letzten Rennen habe, nochmal zu moderieren, aber mein werter Kollege Harald Ide nicht, hat der Harald einfach das Vergnügen, heute das Schlusswort einzuläuten und sich ja schön aus der GBCC zu verabschieden. Lieber Harald, leg los. Ja, dann sage ich erstmal Danke an alle Fahrer und Veranstalter der GBCC. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die achte Saison bis hierhin moderieren zu können. Im letzten Lauf bin ich leider urlaubsbedingt nicht am Vertreten. Mikrofon zu erreichen. Ich bin erfolgreich verhindert. Es war für mich ein nettes Jahr, kann ich ja nicht sagen, eine schöne Saison. Vielleicht sieht man sich hier und da im Stream wieder. Das letzte Rennen ist am 11.12. auf einer Wahnsinnsstrecke in Macau. Wer die Strecke kennt, weiß, das ist ungefähr halb so breit wie Monaco. Es ist irrsinnig schwer, da überhaupt zu sehen, wo man hin muss. Das wird ein würdiges Finale für die achte GPCC-Saison. Bis dahin, auf Wiedersehen. Danke, Harald.